Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, am heutigen Nachmittag im großen Saal im Haus am Dom in Frankfurt. Und ganz besonders begrüße ich auch alle, die vor den Bildschirmen mit dabei sein können und natürlich den Referenten unserer heutigen Veranstaltung, Professor Dr. Hartmut Rosa. Hallo. Zum Thema Resonanzraum Schule, Lehren und Lernen in Resonanzbeziehungen. Mein Name ist Susanne Beulring. Ich bin Studienleiterin im Amt für katholische Religionspädagogik hier in Frankfurt. Ich bin sehr froh, dass wir diese Veranstaltung heute überhaupt stattfinden lassen können und dass das bei Ihnen auf Resonanz gestoßen ist, unser Angebot, sodass Sie sich heute auf den Weg zu uns hierher gemacht haben, trotz aller Corona-Widrigkeiten. Wir sind ungefähr 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier im Saal. Und ich begrüße auch Sie und an den Bildschirmen im Namen der Kooperationspartner der heutigen Veranstaltung. Und das sind das Amt für katholische Religionspädagogik Wiesbaden-Rheingau-Untertaunus, das Amt Hochtaunus und Main-Taunus in Oberursel und nicht zuletzt die katholische Akademie Rabanus Maurus hier in Frankfurt, vertreten durch Herrn Dr. Wagner. Herr Wagner hat eben schon kurz die Struktur dieser Veranstaltung vorgestellt. Im ersten Teil ein Impulsreferat von Professor Rosa mit anschließender Aussprache und Nachfrage, dann ein zweiter Teil mit Impulsreferat und Nachfragemöglichkeit. Danach wird auch die Livestream beendet werden und wir werden dann im dritten Teil in Kleingruppen miteinander arbeiten mit dem Fokus Resonanzbeziehung und Schule, Lehren und Lernen mit Resonanzbeziehung oder in Resonanzbeziehung. Jetzt freue ich mich auf den inhaltlichen Teil dieser Veranstaltung und wünsche uns allen mit Herrn Professor Rosa eine schöne Veranstaltung und der Herr Wagner wird noch kurz was zu Ihnen sagen. Sie sind jetzt ein bisschen kurz weggekommen bei der Vorstellung. Ich gebe das Wort weiter. Ja, Hartmut Rosa vorzustellen, ist mir eine große Freude. Er ist deutscher Soziologe und Politikwissenschaftler und arbeitet und lehrt an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena und er ist Direktor des Max-Weber-Kollegs der Universität Erfurt. Er hat in seiner Zeit in Jena in einem für mich sehr wichtigen Forschungsprojekt gearbeitet, zur Postwachstumsgesellschaft, wo rund 10 Jahre lang Wissenschaftler über die Problematik der Wachstumskritik geforscht haben. Das hat er lange Zeit geleitet und hat dort auch mit sehr fruchtbare, sage ich mal, soziologische, wirtschaftspolitische, gesellschaftskritische Expertisen geliefert für die Entwicklung dieses Landes mit Blick auf seine Zukunftsmöglichkeiten und im Blick auf die nötige sozialökologische Transformation. Er hat sich und beschäftigt sich mit folgenden Themenfeldern in seiner breit angelegten Arbeit: Zeitdiagnose und moderne Analyse, normative und empirische Grundlagen der Gesellschaftskritik, Subjekt- und Identitätstheorien, Zeitsoziologie und Beschleunigungstheorie sowie mit aktuell der von ihm genannten Soziologie der Weltbeziehung. Dieses dicke Buch, das er vor einigen Jahren veröffentlicht hat, Resonanz, fasst diese Soziologie der Weltbeziehung hervorragend zusammen, beziehungsweise ist die systematische Entfaltung seines soziologischen Einsatzes. In dieser Soziologie der Weltbeziehung entwickelte er eine Resonanztheorie, auch als Gegenkonzept zur allgegenwärtig entfremdeten Lebensweise und versucht dort auch in Tradition der kritischen Theorie, insbesondere von Erich Fromm, einen Entwurf gelungenen Lebens zu skizzieren. Soweit zum Soziologen. Dieses Buch ist sozusagen sein Werk als Soziologe
Und er hat damit auch einen hohen Anspruch verbunden, was in seinen Folgearbeiten sich niederschlägt, nämlich er hat zu verschiedenen anderen Feldern auch dann seine Resonanztheorie angewandt. Und das ist das Spezifische des heutigen Nachmittags, dass wir uns zunächst im ersten Schritt von ihm erzählen lassen, was er unter Resonanz und Resonanztheorie versteht, um dann im zweiten Schritt näherhin zu erfahren, wie er diese Resonanztheorie auf das Feld des Lehrens und Lernens bezieht. Dazu gibt es wieder ein weiteres Buch von ihm, Resonanzpädagogik, wenn es im Klassenzimmer knistert. Das wird sozusagen der Inhalt seines zweiten Impulses sein. All dieweil wir uns hier in einem katholischen Hause bewegen, möchte ich auch gerne noch auf ein drittes Buch hinweisen, was er auch zwischendrin veröffentlicht hat, was für Theologen immer wieder ganz interessant ist, das Buch Unverfügbarkeit. Darin versucht ein Soziologe sozusagen die Transzendenzdimension unseres Lebens zu integrieren, zu entfalten, versucht aber in Offenheit auch Spiritualität und Transzendenz zu denken. Ein spannendes Buch, was viele Theologen auch schon begeistert, aber auch zur Kritik herausgefordert hat. Das wird heute Nachmittag nicht so sehr im Mittelpunkt stehen, aber trotzdem ein hochspannendes Werk. Soweit zu seiner beruflichen Vita und auch zu seinen Schwerpunkten. Herr Rosa, ich freue mich auf Ihre Ausführungen und bitte Sie im ersten Impuls, uns die Resonanztheorie etwas plausibel zu machen. Ich freue mich auf Ihren Vortrag. Ja, ganz herzlichen Dank für diese freundlichen Einführungen und auch schon tiefschürfenden. Ich werde mein Bestes tun, Ihnen jetzt in zwei Schritten, also Herr Wagner hat es schon gesagt, das Resonanzkonzept vorzustellen im ersten Schritt und im zweiten dann auch insbesondere sehr gerne mit Ihnen gemeinsam zu überlegen, wie man das auf Schule und schulische Kontexte eben in die Pädagogik tragen kann, wo das was taugt und wo es vielleicht problematisch ist. Da geht es um die Frage, wie man Schule oder Bildungseinrichtungen zu einem Resonanzraum werden lässt. Ich finde, dass hier, das ist so ähnlich wie das, was hier ja auch das Haus am Dom versucht, einen Resonanzraum zu bilden, für eigentlich in verschiedenen Hinsichten, wo Menschen hinkommen können, wo aber auch Gesellschaft so etwas wie einen Resonanzraum hat, wo sich zwischen Religion, Bildung, Zivilgesellschaft, Politik ein Raum aufspannt. Und wenn man, eigentlich gibt es eine Kurzformel für das, was Resonanz ist oder sein kann. Ich sage immer, Resonanz ist eine bestimmte, ist es jedenfalls auch eine bestimmte Haltung, nämlich eine Haltung des Hörens und Antwortens. Ja, Hören und Antworten ist die Grundform. Da fliegen gefährliche Tiere rum. Hören und Antworten im Gegensatz zu beherrschen und kontrollieren oder erledigen und abarbeiten oder erfüllen und optimieren. Meine These ist, dass unsere wesentlichen Weltbeziehungen, die Art und Weise, wie wir zur Welt, zueinander, zu den Dingen in Beziehung treten, ist eine, die ganz stark von, inzwischen rede ich sogar von einem Aggressionsmodus beherrscht ist. Ich muss das erledigen, ich muss jenes abarbeiten, ich muss dieses besorgen, ich muss jenes loswerden. Das sind in aller Regel instrumentelle Dinge. Wir leben tatsächlich in einem Umzu-Universum. Ich muss dringend noch in das und das Geschäft, um von mir aus die Zutaten zu kaufen für das Essen. Ja, immer, es ist immer ein Umzu, damit ich dort kochen kann, damit wir ins Gespräch kommen und so weiter. Oder ich meine, der ganze Bildungsprozess ist ja ein brutaler Umzu-Prozess. Wir müssen jetzt das lernen, damit die Schülerinnen und Schüler am Ende des Jahres irgendwie die Stufe bestehen, um dann das Abitur zu machen, um dann studieren zu können, um dann einen Beruf zu haben, um dann Geld zu verdienen, das dann irgendwie eine Grundlage sein soll für ein gelingendes Leben, das dabei ganz, ganz weit aus dem Horizont gerät. Also meine These ist, dass wir im Wesentlichen in dieser Gesellschaft Beziehungsformen entwickeln, vor allen Dingen auch Beziehungsformen zu anderen Menschen, zu den Dingen, mit denen wir es zu tun haben, zur Welt insgesamt. Mein Vorhaben heißt, Sie haben es schon gehört, eine Soziologie der Weltbeziehungen zu entwickeln. Und die Weltbeziehungen werden dominiert von solchen, die auf Kontrollieren und Beherrschen ausgerichtet sind, übrigens auch auf Optimieren.
Das ist etwas, was Sie auch in der Schule kennen, was wir aber auch im Leben kennen. Ich habe tatsächlich, finde das ganz witzig, mein 18-jähriger Neffe hat mir neulich eine SMS geschickt, er will sich jetzt unbedingt eine Apple Watch kaufen. Habe ich geschrieben, ja, warum das jetzt? Weil die ist so menschenfreundlich sozusagen, weil die hat, die misst den Sauerstoffgehalt im Blut. Und dann habe ich zurückgeschrieben, also ich weiß nicht, wie hoch der Sauerstoffgehalt in meinem Blut ist und es interessiert mich auch nicht. Woraufhin er meinte, das sei verantwortungslos von mir, insbesondere in meinem Alter, weil nämlich das wichtig ist, den Sauerstoffgehalt zu wissen, weil nämlich der absinkende Sauerstoffgehalt verrät, ob man vielleicht einen Schlaganfall hat oder ob der im Anzug ist oder einen Herzinfarkt oder eine Covid-Infektion. Und das nicht zu wissen, ist verantwortungslos gegenüber sich selbst, gegenüber den Mitmenschen und gegenüber dem Gesundheitssystem. Und das finde ich ganz interessant, weil es sozusagen genau meine These illustriert, dass wir dabei sind, unser Leben parametrisch zu erfassen und dann auch zu optimieren. Ja, das gilt für Ihr Körperverhalten, für Ihren sozialen Status, insbesondere auch für den der Schüler. Ja. Wie viele Likes, wie viele Follower, wie viele Aufrufe zum Beispiel, ja, wie viele Kontakte hat jemand? Das ist in dem Bereich der sozialen Medien zum Beispiel relevant, aber im Blick auf Körper kennen Sie das alle wahrscheinlich auch. Nie vor nicht allzu vielen Jahren, vor 20 Jahren, wäre kein Mensch auf die Idee gekommen, zu wissen, wie seine Schrittzahl ist. Ja, jetzt messen die Geräte das automatisch. Oder der Sauerstoffgehalt habe ich schon erwähnt, Blutdruck haben wir vielleicht auch früher gemessen, aber nicht so exzessiv, wie es jetzt viele Menschen tun. Und die Smartwatches überwachen auch ihren Schlaf, ja, ob der auch tief genug war und lang genug war und gut genug war. Und sie können die Kalorienaufnahme, die Kalorienabgabe messen und sie können den Serotoninspiegel und den Melatoninspiegel messen. Und das gilt auch für im Beruf, für alle möglichen Leistungsparameter, ne, die man erfüllt oder nicht erfüllt. Wie groß ist die Quote der Schülerinnen und Schüler, die den Abschluss schaffen? Wie groß ist die Quote der Schülerinnen und Schüler, die auf eine höhere Bildung gehen? Wie groß ist der Schülerinnen und Schüler, die Fehlzeiten haben? Wie groß und so weiter? Es gibt, das nenne ich erstmal parametrische Erfassung. Ne? Wir erfassen unser Leben in immer mehr Hinsichten, soziale Medien, Körper, Aussehen, Attraktivität, aber eben auch Arbeit in allen möglichen Hinsichten, in Parametern. Und in dem Moment, wo ich die Zahl habe, kann ich sie vergleichen. Ja, mein Sauerstoffgehalt ist so, wie ist denn Ihrer? Und in dem Moment, wo ich sie vergleiche, kann ich versuchen, sie zu optimieren, weil in der Regel gibt es dann irgendeine also entweder wir stehen im Wettbewerb, ich habe so viele Follower, wie viel haben denn Sie? Also man kann immer steigern. Und man kann es dann übrigens auch vergleichen mit dem Vorjahr. Ja, im letzten Jahr hatte ich 10.000 Schritte, jetzt habe ich nur noch 8.000. Bedeutet das, dass ich alt und schwach werde oder krank bin oder so? Also in dem Moment, wo Zahlen sichtbar gemacht sind, werden sie vergleichbar. Und wenn sie vergleichbar sind, werden sie bearbeitbar. Ja, wir können uns steigern. Ihre Bildungseinrichtung kann versuchen, ein bisschen besser zu werden im Vergleich entweder zum Vorjahr oder zu den anderen. Und was ich sagen will, ist, das schafft eben einen Grundmodus des In-der-Welt-Seins. Ja, den ich tatsächlich mit dem Begriff der Verdinglichung versucht habe zu beschreiben, oder der Entfremdung oder der Verdinglichung. Man kann auch sagen, stumme Weltbeziehungen. Ja, stumme Weltbeziehungen sind, nehmen wir überall dort ein, wo wir im Alltagsbewältigungsverzweiflungsmodus unsere To-Do-Liste abarbeiten. Ja, ich muss das erledigen, jenes erfüllen, dieses besorgen, das noch entrümpeln und so weiter. Komischerweise, wenn man im Stress ist, Herr Wagner hat es schon gesagt, ich habe darüber habe ich ganz viel gearbeitet und geschrieben, das ist heute aber nicht Thema, dass wir immer so im Steigerungsmodus sind, wir müssen beschleunigen, aktivieren, optimieren, innovieren, um unseren Status zu halten als Gesellschaft und als Individuen. Und das führt, wie gesagt, führt zu einer Art von Aggressionshaltung gegenüber der Welt, die stumme Weltbeziehungen wahrscheinlich macht, weil wir optimieren müssen, weil wir in Instrumentalbeziehungen stehen. Und die Frage ist jetzt, wie können wir es uns anders denken? Und mein Gegenbegriff ist, da müssen wir gar nicht ein spirituelles Konzept entwickeln oder ein theologisches, sondern wir müssen eigentlich nur schauen, was Menschen für Wesen sind. Also Sie wissen, mein Gegenbegriff lautet Resonanz und ich behaupte, das ist eine andere Weise des In-die-Welt-Gestellt-Seins. Und Resonanz ist nicht etwas, was wir erst lernen müssen in Bildungsprozessen oder Bildungseinrichtungen, sondern Resonanz ist etwas, was unser ureigenes, eigentlich unsere ureigenste Weltbeziehung ist. Mit Sloterdijk, Peter Sloterdijk in seinem Sphärenbuch sinniert darüber, ich finde es ganz anregend, dass er sagt, eigentlich, also wenn es sowas wie eine beginnende Wahrnehmungsfähigkeit, Sensitivität gibt bei Embryonen, ja, im Mutterleib,
dann ist es wahrscheinlich eine Art von Resonanzerfahrung, ja, dass da zum Beispiel ein Herzschlag ist, der mit meinem Herzschlag, mit meinen physischen Aktivitäten in der Verbindung steht, oder eine Stimme, die mich adressiert. Sosa geht tatsächlich so weit, dass er sagt, die Grunderfahrung ist die des Gerufenseins. Da geht mich etwas an. Aber nun gut, also lassen wir die Spekulation über den embryonalen Zustand. Sobald ein Kind geboren ist, und die Entwicklungspsychologie macht uns das sehr schön deutlich, tritt es auf eine sucht es danach, braucht es das, wenn nichts anderes, die Entwicklung einer Art von Resonanzbeziehung zur Umwelt. Ich meine, es gibt 2000 Jahre oder dann bestimmt noch viel länger Jahre des Nachdenkens darüber, was das Wesen des Menschen sei. Und da kann man auf so Ideen in der griechischen Philosophie zum Beispiel, ja, Menschen sind die Sprachwesen, wir können sprechen. Oder Menschen sind die Vernunftwesen, vernünftige Reflexion auf das eigene Leben. Oder ein bisschen später dann mit Macpherson, Menschen, wenigstens in dieser Gesellschaft, sind positiv possessive individualists, besitzergreifende Wesen, sie wollen haben. Das sieht man tatsächlich bei Kindern irgendwann auch, haben. Aber bevor sie haben wollen und bevor sie Sprachwesen sind und bevor sie Vernunftwesen sind, das kann man sich bei YouTube anschauen und in jedem Entwicklungspsychologie-Buch lesen, versuchen sie in Resonanz zu treten und darüber erst entwickeln sie einen Sinn für sich selbst. Wir werden nur zu einem Subjekt, zu einem Individuum, zu einer Person durch Resonanzbeziehungen. Also was machen kleine Kinder für eine Erfahrung? Ich glaube, es ist wirklich so, erstmal gibt es wahrscheinlich wirklich den Schock der Geburt, das ist jetzt auch Spekulation, aber ich kann mir das gut vorstellen, aus der Umhüllung, die in irgendeiner Art von Resonanzbeziehung mit uns steht, werden wir in harte Oberflächen geworfen, zumindest in nicht resonante, ja, da ist was. Und dann entdecken aber Säuglinge, sie brauchen es, dass sie berührt werden, gehalten werden, dass sie gefüttert werden natürlich, und dann machen sie eine wundersame Entdeckung, dass sie nämlich mit diesem da draußen, dass da ein Entgegenkommendes gibt, was sie hält sozusagen, was sie ruft, was sie füttert, und sie können mit den Augen oder mit der Stimme durch ihr Schreien damit in Kontakt treten. Und das erste Moment der Entwicklung einer Subjektivität ist, George Herbert Mead beschreibt es schön, ist die Erfahrung dieser Wechselwirkung. Wenn ich was mache, schreie zum Beispiel, da antwortet was, da kommt mir etwas entgegen. Und natürlich entdecken sie dann irgendwann nach wenigen Wochen spätestens auch den Blickkontakt. Da sind zwei andere Augen, die mich meinen, die mit mir in Wechselbeziehung treten. Und George Herbert Mead, und das bestätigt die Entwicklungspsychologie eigentlich, dadurch gewinne ich erst einen Sinn für ein Selbst, dass ich sehe, die Augen da draußen oder die Stimme oder die Hände, die reagieren auf mich. Was ich tue, hat eine Konsequenz, die wiederum mich angeht. Ja, ich erfahre mich als selbstwirksam. Ich rufe und da antwortet etwas. Und dieses, was da antwortet sozusagen, berührt mich, meint mich, adressiert mich. Das ist die Grundform von Resonanz. Um es ganz deutlich oder um es auszubuchstabieren, Resonanz hat in meiner Definition vier Grundmomente. Erstens, etwas berührt oder bewegt mich. Für mich ist ganz wichtig, dass es mit diesem, man kann es Transzendenzmoment nennen, aber man muss es nicht irgendwie religiös oder theologisch aufladen, aber dass da draußen etwas ist, was mich angeht, was zu mich spricht, was mich meint oder mir etwas sagt. Eigentlich lautet meine Definition für diese erste Dimension, also Affekt, etwas berührt mich, kommt von ad facere oder affickere, etwas berührt mich, bewegt mich, ergreift mich, das geht mich was an. Und deshalb kommen sie, also es gibt zwei Motive, zu denen sie zu solchen Veranstaltungen kommen. Ja, das eine ist vielleicht einfach, sie brauchen diesen Weiterbildungsnachweis. Ja, das ist ein instrumentelles, ja, ich meine, das wissen wir doch, das machen wir alle, solche Sachen, ja, ist doch logisch. Man braucht eben diesen Weiterbildungsnachweis, das ist ein instrumentelles Verhältnis. Ich gehe da jetzt hin, um die Punkte zu kriegen oder so. Ja. Aber häufig kommt man auch aus Interesse, weil man hofft, dass da irgendetwas passiert in der Diskussion, in der Pause, in der Kleingruppe, im Nachgang, was einen berührt. Ja, was, das sagt mir was, das ist interessant, das spricht irgendwie zu mir. So, deshalb gehen wir auch in Konzerte, deshalb gehen Sie ins Museum, deshalb gehen Sie eigentlich auch in den Urlaub, in der Hoffnung, dass Sie da etwas finden, was Sie angeht, was Sie berührt oder ergreift. Deshalb gehen wir ins Kino, deshalb lesen wir Bücher, das ist uns nichts Fremdes. Wir finden es aber oft nicht. Ich glaube, es ist wirklich so, es gibt viele, meistens in Oasen ausgelagerte Resonanz, also es gibt sowas wie Resonanzoasen, ja, nämlich zum Beispiel Vorträge, Museen, Konzerte, Gottesdienste,
Und wir gehen da 10-mal hin und 9-mal sind wir überhaupt nicht berührt, ja, sondern gelangweilt. Ja, die Gedanken schweifen ab und man hofft, dass es bald vorbei ist, sonst fällt einem ein, was noch alles auf der To-Do-Liste steht und man nicht getan hat und so. Aber das 10. Mal passiert dann eben doch etwas. Ja, das etwas, was uns bewegt oder ergreift, das ist dieses erste Moment. Der Bruno Latour sagt, der französische Soziologe, da fangen wir an, lebendig zu sein, wenn wir einem Ruf antworten. Ja, deshalb ist dieses zweite Moment, dass wir nicht bei dieser Berührung stehen bleiben, sondern entgegengehen, ja, darauf antworten und uns dabei als selbstwirksam erfahren. Ja, ich mache etwas mit der Musik, die mich ergreift oder mit dem Sonnenuntergang, den ich sehe oder mit dem Kind, das mich anspricht oder mit einer Idee, die Sie hören. Ja, wenn Sie in einer solchen Veranstaltung in Resonanz kommen, dann lassen Sie nicht einfach eine Idee in sich fallen, sondern Sie fangen an, die zu drehen, zu wenden, anzuwenden und vielleicht auch zu widersprechen. Und zu sagen, das ist ja interessant, aber es ist völlig falsch. Ja, da beginnt Resonanz. Da fühlen Sie sich lebendig und selbstwirksam. Deshalb ist dieses zweite Moment, das erste ist Affekt, Berührung. Das zweite ist die gegengerichtete Bewegung. Emotion kommt von emovere, nach außen bewegen. Ja, ich gehe da drauf zu, ich mache damit etwas. Wenn Sie in ein Konzert gehen, ich dachte am Anfang beim Konzert, ist nicht so, das ist eigentlich nur passiv, rezeptiv, das ist falsch. Ne? Auch bei einem Konzert, Sie können Musik nur als Musik erfahren, eine Melodie zum Beispiel, wenn Sie sie innerlich mitvollziehen. Ja, wir müssen eine Melodie nimmt man nur als Melodie wahr, wenn man die Töne nachhört, die gerade gekommen sind und die anderen vorwegnimmt. Man muss aktiv daran arbeiten, damit man ein musikalisches Erlebnis hat. Und wenn Sie einen Burnout haben, dann fehlt übrigens, das zeigt tatsächlich die Psychiatrie, die Medizin auch sehr schön, die Psychosomatik, dann fehlen diese beiden Elemente, dann berührt sie nichts mehr und es fehlt ihnen die Fähigkeit sozusagen in dem Moment darauf zu reagieren, damit etwas zu machen. Gut, also das zweite, Resonanz ist einfach dieser Wechselwirkungsprozess, etwas berührt mich und ich antworte darauf. Und das Entscheidende ist dabei verwandle ich mich. Ja, ich bleibe nicht der ich war. Also wenn Sie nur hier sind, weil Sie den Weiterbildungsnachweis brauchen und in Wahrheit sowas von keine Lust haben, ist kein Verbrechen, ja, kommt immer vor, kennt jeder, dann werden Sie als die gleichen wieder rausgehen, wie Sie hineingekommen sind, höchstwahrscheinlich. Und wenn Sie in Resonanz treten, dann sagen Sie, oh, da habe ich eine Idee gehört, ja, danach habe ich irgendetwas anders gefühlt, wahrgenommen, gedacht oder sogar gemacht. Also mit einer Sache in Resonanz zu treten, bedeutet nicht nur selbstwirksam dem entgegenzugehen, sondern sich dabei zu transformieren, nicht der gleiche zu bleiben. Und ich behaupte übrigens, weil wir kommen ja dann noch zur Bildung, der Kern von Bildung ist berührt und verwandelt werden. Und Schüler und Kinder sehnen sich nach diesem Moment, dass da etwas ist, was sie berührt und verwandelt. Und nicht nur Kinder und Schüler, wir sehnen uns auch danach. Und ich glaube, der ganze Frust und die Aggression, die sich auf der Straße im Wutbürgertum und anderswo niederschlägt, hat da eine wesentliche Ursache. Wir haben das Gefühl, das Leben gibt uns nicht, was es uns versprochen hat oder was wir uns versprochen haben. Aber was uns verweigert wird, ist nur im seltensten Fall mehr Einkommen oder mehr Geld oder so etwas, sondern genau dieses Moment des Lebendigseins, des berührt und verwandelt werden. Und der vierte Moment, und natürlich ist das, was der Bildungsbegriff immer gesagt hat, ja, das ist das Moment von Bildung, dass mich da etwas, können Sie bei Humboldt lesen, bei Herder, egal wo Sie hinschauen, ja, dieses Doppelmoment von Anschauung sozusagen, etwas, was uns sozusagen angeht und dann aber auch Gefühl oder wie immer wir das nennen, also Arbeit an der Sache und Transformation. Und das vierte, das hat Herr Wagner schon darauf hingewiesen, ich habe dieses Buch geschrieben darüber, nämlich Unverfügbarkeit. Da geht es aber nicht nur um theologische Momente, sondern ich glaube, das ist grundsätzlich so. Und das ist mir ganz wichtig, weil an dieser Unverfügbarkeit, an diesem vierten Punkt, also der dritte war Verwandlung, ne? Erster Punkt, Affekt. Etwas berührt mich. Zweiter Punkt, Emotion oder Selbstwirksamkeit, ich antworte darauf. Dritter Punkt, drittes Element von Resonanz, Verwandlung, Transformation, ich bleibe nicht der gleiche, der ich war. Der vierte Punkt ist aber, dieser Prozess kann man nicht verfügbar machen. Man kann nicht sagen, also heute um 18.35 Uhr gehen wir miteinander in Resonanz, das ist ausgeschlossen. Wenn wir das versuchen wollten, wird es ganz sicher nicht passieren, weil wir dann diesen verdinglichenden Griff auf 18.37 Uhr haben. Jetzt muss es passieren.
Wir machen das übrigens ständig. Wir kaufen teure Konzertkarten oder so oder kaufen uns eine Kreuzfahrt mit Polarlichtgarantie. Ja, es ist mir garantiert, dass, oder der Löwe bei der Safari muss genau um 15 Uhr am Tor stehen, weil 15.30 Uhr wollen wir ja Kaffee trinken und 14.30 Uhr sind wir noch nicht da. Und der muss ganz nah sein, dass er gut aufs Foto passt, aber nicht so nah, dass er mir gefährlich wird. Also diese Art von arrangierter Berührung klappt eigentlich nie. Da kommt es genau nicht zu diesem Wechselwirkungsprozess. Und deshalb würde ich sagen, wenn wir bei so einer Veranstaltung, ja, wenn sie gut läuft, passieren Resonanzmomente, aber es ist unmöglich vorherzusagen, an welcher Stelle, ja, auch bei einem Konzert oder so. Ja, sie können nicht sagen, wo das passiert. Und deshalb meint Unverfügbarkeit, die große Frage ist, wie übersetzt man das in eine andere Sprache? Man kann es gar nicht übersetzen. Aber auf Englisch gefällt mir gut Non-Engineerability. Ja. Also you can't engineer it. Du kannst es nicht instrumentell herstellen, ja, ingenieursmäßig machen. Das ist schon wichtig für Pädagogik. Ja. Sie können nicht sagen, morgen führe ich in meine Klasse in Resonanz oder so. Deshalb, Sie können nur die dispositionalen Voraussetzungen dafür schaffen, dass sich Resonanz ereignet. Aber noch wichtiger ist mir bei dieser Unverfügbarkeit, dass da, wo sie sich ereignet, und ich finde solche Veranstaltungen dafür das ideale Anschauungsbeispiel. Also es kann sein, dass ich Ihnen jetzt einfach nur, was ich bisher gesagt habe, habe ich wahrscheinlich schon 100 Mal erzählt oder jedenfalls 20 Mal, auch wenn ich es jedes Mal anders mache, da kommt immer ein Unverfügbarkeitsmoment rein. Aber es kann sein, dass ich halt einfach das abziehe, was ich oft abziehe und Sie sagen das, was Sie schon immer mal sagen wollten und dann gehen wir nach Hause, dann ist eben nichts passiert. Es kann aber sein, dass plötzlich da etwas entsteht, ja, ein Gedanke, den ich nicht hatte und Sie auch nicht. Und das ist Resonanz, die entsteht zwischen uns. Das klingt esoterisch, aber ich meine es nicht esoterisch, es schwebt quasi im Raum. Ja, jemand sagt da was und dann sagt man, und das hatten Sie doch vorher gesagt. Und dann da entsteht was Neues, das ist Unverfügbarkeit. Und es ist unmöglich, nicht nur vorherzusagen, an welcher Stelle, bei welchem Gedanken sich das ereignet, sondern auch, was dabei herauskommt, ja, wo wir hingehen in dieser Diskussion. Deshalb ist Resonanz nicht sozusagen akzidentell, zufällig oder kontingent, sondern grundsätzlich ergebnisoffen. Das ist ein Prozess, bei dem man nicht weiß, was dabei herauskommt. Um es gerade zu sagen, um schon mal ein Bildungsbeispiel einzuflechten hier, nehmen wir an, Sie interpretieren ein Gedicht. Das ist eigentlich ich finde, da kann man das am besten sehen. Da kann man Techniken lernen, Kompetenzen erwerben, die man bei PISA abfragen kann. Ja, nämlich, bestimme die Strophenform, bestimme das Reimschema, bestimme das Versmaß, bestimme die rhetorischen Figuren, die da kommen und die Topoi, die verwendet werden und deshalb die Epoche. Das kann man absolut machen. Ja. Und da kann man auch sagen, richtig, falsch. Ja, du hast das Versmaß richtig und du hast es falsch. Und da kann man das messen und bei PISA oder in Noten überführen. Aber eigentlich der Bildungsprozess ist ein ganz anderer, wenn nämlich dieses Gedicht, sagen wir Eichendorff, Goethe oder Rilke, plötzlich für die Schüler zu sprechen anfängt. Ja, nämlich so, dass der Schüler nachher sagt, also Rilke, das sagt mir was. Ja, Rilke finde ich irgendwie toll. Dann ist doch eigentlich erst Bildung geglückt. Aber was dieser Rilke dem Schüler jetzt sagt oder der Schülerin, das haben sie nicht unter Kontrolle. Ja, das ist ergebnisoffen. Resonanz ist ergebnisoffen. Und ich glaube, das gilt auch, können wir nachher diskutieren, auch für eine Biologie, für den Geografie oder für den Physikunterricht. So, jetzt haben wir die 4 Elemente von Resonanz. Und ich habe vergessen, wie viel Zeit ich noch habe. Sagen Sie mir es noch einmal. 10 Minuten habe ich noch? Bestimmt. Ja, oder 12. Gut, wir haben jetzt die vier Momente. Ja, Resonanz, Affekt, also Berührung. Etwas berührt mich. Antwort, ich erfahre mich als selbstwirksam. Dabei verwandle ich mich, aber ich kann diesen Prozess nicht vollständig kontrollieren. Nicht verfügbar machen, nicht herstellen. Auch nicht so, jedenfalls nicht so einfach messen. So, und jetzt ist mir wichtig zu sagen, dass es 4 Dimensionen gibt, die sind für Schule alle relevant. Ja, können wir nachher diskutieren. Es gibt, ich nenne sie Achsen, 4 Dimensionen oder Achsen. Dimensionen sind nicht das gleiche wie Achsen, ist jetzt aber egal. In denen Resonanzbeziehungen zur Welt entstehen können. Das eine sind Resonanzbeziehungen zwischen Menschen. Und es ist schon wichtig, wie wir uns begegnen. Also meine These ist zum Beispiel, ich meine, wenn Sie auf der Autobahn in Italien oder Frankreich fahren und Sie kommen an die Zahlstelle, ja, dann ist dort institutionell keine Resonanz vorgesehen. Ja, Sie zahlen halt und Sie kriegen das Wechselgeld raus, wenn Sie es nicht überhaupt per Karte machen. Und wenn es zu Kontakt kommt, auch sei es auch nur sich anschauen oder gar ein Wort wechseln oder anlächeln, dann können Sie das machen, aber es hat nichts mit dem eigentlichen Austausch zu tun und genau genommen stört es eher. Ja, wahrscheinlich dauert es dann nämlich länger. Also was ich meine ist, wir interagieren häufig, wir kommunizieren sogar resonanzfrei.
Ja, ich kann auch Lehrer sein oder Lehrerin und sagen, was ist denn das für ein Versmaß? Und sie sagen, was weiß ich, dieses oder jenes und ich sage richtig oder falsch. Das ist eine völlig resonanzfreie Kommunikation. Aber ich glaube, Menschen brauchen und kennen Resonanzen zwischen Menschen. Natürlich in Liebesbeziehungen, die denken wir uns als reine Resonanzbeziehungen, ja, nicht Verdinglichungen. Sie wollen ja ihre Partnerin oder Partner nicht verdinglichen, instrumentalisieren, ausnützen, sondern sie wollen mit ihm oder ihr in Resonanz treten. Auch Freundschaftsbeziehungen denken wir uns so. Ja, der Unterschied zwischen Freundschaft und Bekanntschaft verläuft genau da, dass die Freunde uns auch Dinge sagen, sozusagen, die wir nicht erwartet haben, die wir nicht kennen, die wir nicht wissen, die uns aber berühren und verwandeln. Wir sind auch offen, um uns von ihnen berühren zu lassen. Und natürlich Eltern-Kind-Beziehungen denken wir uns als Resonanzbeziehungen. Und eigentlich auch Bildungsbeziehungen. Ja? Das nenne ich die horizontale Achse der Resonanz, dass sich zwischen Menschen Resonanz einstellen kann, oft auch überraschende, oft auch da, wo man es nicht erwartet. Ja. Das, was du da gesagt hast, hat mich berührt und manchmal, Sie kennen das vielleicht, manchmal erwartet man es nicht. Ich höre immer wieder von Lehrer und Lehrerinnen, ich muss etwas vorziehen, dass ich nämlich behauptet habe, leuchtende Augen sind ein Indikator für Resonanz. Ne. Man sagt irgendwas und plötzlich sieht man, sieht es an den Blicken, an der Haltung, ja, da entsteht dieses Resonanzmoment. Und dann hat mir mal ein Lehrer gesagt, und inzwischen habe ich diese Geschichte öfters gehört, ja, manchmal siehst du keine leuchtenden Augen. Ja, da sitzt einer in der letzten Reihe und du denkst, du hast ihn nie erreicht und 10 Jahre später erzählt er dir, wissen Sie noch, Herr oder Frau, sowieso, wie Sie damals diesen einen Satz gesagt haben, ja, der prägt mich bis heute. Also was ich sagen will, ist, dieses Resonanzmoment ist nicht immer klar sichtbar. Aber die erste Achse von Resonanz ist die soziale zwischen Menschen. Und das ist auch offensichtlich, dass ich zwischen Menschen Resonanz einstellen kann oder Resonanzverweigerung. Ja, jemand kommt voller Hoffnung, kannst du mir helfen und sagst, geh weg jetzt nicht. Ja, dann ist die Resonanzhoffnung halt enttäuscht worden. Es gibt aber auch die zweite Achse der Resonanz, nenne ich materielle oder diagonale Resonanz. Wir sind leibliche Wesen, körperliche Wesen, physische Wesen. Wir arbeiten uns ab an einer widerspenstigen materiellen Umwelt, an einer widerspenstigen Welt. Und deshalb zu einem gelingenden Leben gehören deshalb auch materielle oder materiale oder diagonale Resonanzerfahrungen, ein Stoff, an dem man sich abarbeitet. Mein Lieblingsbeispiel dafür, habe ich schon oft gemacht tatsächlich, ist der Bäcker, weil mein Vater Bäcker war, der hatte definitiv eine Resonanzbeziehung zum Teig. Wirklich zum Brotteig, weil der hat mir immer wieder erklärt und du konntest es auch fühlen, sehen und hören sozusagen, dass er sagt, ja, du musst den Teig beobachten, du musst ihm Zeit geben, du musst schauen, was er macht und dann darauf reagieren, ob du ihn länger oder weniger backst oder besser knetest oder wie die Hefe gerade reagiert oder so. Das ist genau diese Wechselbeziehung, es interessiert mich, was er macht, ich fühle mich selbstwirksam dabei und das Brot ist jedes Mal anders, da kommt Unverfügbarkeit ins Spiel. Und dann dachte ich immer, das ist ein Spezifikum der Bäckerei, das stimmt überhaupt nicht. Ja, reden Sie mal mit einem Schreiner übers Holz oder mit einer Gärtnerin über die Pflanzen, mit einer Lehrerin über die Kinder, mit einer Ärztin über die Organe, ne? Oder mit einer Wissenschaftlerin über den Text. Na, wenn ich einen Aufsatz schreibe, das ist zwar sozusagen abstrakt, aber es ist auch eine Materialität, an der ich mich abmühe. Und ich habe es nie völlig im Griff. Der Text sagt immer was anderes, als was ich eigentlich sagen will. Und dann forme ich ihn um. Und indem wir uns wechselseitig formen, ich den Text und er meine Gedanken, entsteht was Neues. Aber trotzdem, es sind nicht nur Resonanzen zwischen Menschen, es gibt diese Stofflichkeit, ja, diese Materialität von Resonanz als zweite Achse. Und die dritte nenne ich existenzielle Resonanzachse oder vertikale Resonanzachse, weil da kommt Theologie als eine Möglichkeit ins Spiel oder Religion, weil ich glaube, wir brauchen einen Sinn für unsere Weltbeziehung insgesamt. Ja, nicht nur einzelne Menschen und einzelne Dinge, sondern wie bin ich überhaupt in die Welt gestellt. Ne, der gute Test dabei ist, wenn Sie sich abends ins Bett legen, weil Sie da sozusagen Ihren Standpunkt in der Welt aufgeben müssen. Ja, Sie legen sich hin und übergeben sich einer Welt. Und die Frage, was ist das für eine Welt? Wenn Adorno sagt, wenn Sie mitten in der Nacht aufwachen und der Wind geht ums Haus, können Sie Ihre grundlegende, die basale Weltbeziehung erspüren. Wenn Sie das nämlich als Bedrohung wahrnehmen, oh Gott, es stürmt, ja, die Ziegel sind gefährdet, das Fenster könnte eingebrochen werden, der Shop fällt um. Ja, dann haben Sie sozusagen sowas wie eine prekäre Weltbeziehung. Stellen Sie vielleicht auch daran fest, dass Sie nicht gut einschlafen können, weil Ihnen das gefährlich erscheint. Ja. Wenn Sie aber das Gefühl haben, oh, der Wind geht ums Haus, der trägt und birgt sozusagen, dann haben Sie tendenziell eine vertrauensvolle, eine potenzielle Resonanzbeziehung zur Welt. Aber also, worum es mir geht, ist, dass wir so eine Art von, ich glaube, Menschen kennen beides, ich nenne das Wüstenerfahrungen und Oasenerfahrungen. Manchmal haben wir dieses Gefühl, dass am Grund unserer Existenz
eine Antwortbeziehung liegt oder steht. Die Frage ist, können Sie bei Schleiermacher oder bei William James oder bei vielen anderen lesen, was ist die Grundlage unserer Existenz, was ist unsere Beziehung zur letzten Wirklichkeit? Ja, Karl Jaspers nennt es auch das Umgreifende. Und wir machen manchmal diese Erfahrung, da liegt nicht das schweigende und feindliche Universum, das Leben steht mir nicht feindlich und schweigend gegenüber, sondern antwortend und tragend entgegenkommen. Ja, ich bin gerufen und da, glaube ich, liegt die Stärke und auch, also Funktion finde ich ein falscher Begriff, ja, aber da liegt sozusagen der Sinn, des Wesen von Religion, dazu, dieser Erfahrung, einer Resonanzbeziehung am Grund meiner Existenz Ausdruck zu geben. Ja, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, zum Beispiel. Das ist dieses existenzielle Gerufensein, schon vor meiner Geburt vielleicht. Oder Gott hat mir den Atem des Lebens eingehaucht. Ja, das sind Bilder, das sind Ideen für eine Resonanzerfahrung, für die Oasenerfahrung. Übrigens im Gebet wird die dann sozusagen immer wieder aktiviert, weil ich finde echt eine spannende Frage, ob sich, wenn man betet, ob man sich nach innen oder nach außen wendet. Ja, und das frage ich als Soziologe, nicht als irgendwie als Theologe oder religiöser Mensch oder sonst etwas. Und das Interessante ist, dass bei dieser sozialen Praxis des Betens sich diejenigen, die sich ihr hingeben, zugleich nach innen und nach außen wenden. Ja, die Idee ist, dass man Innerstes und das Äußerste miteinander in so fast so wie eine Antwortachse bilden. Und das Interessante ist jetzt, das ist eben nicht nur bei der Religion so. Ja, andere Menschen haben diese Erfahrung im Konzertsaal. Ja, und das kann Schönberg, Wagner oder AC/DC oder Pink Floyd, ich rate zu Pink Floyd, sein. Da haben sie die gleiche Achse. Nochmals Sloterdijk, der fragt, wo sind wir, wenn wir Musik hören? Ja, sie sind ganz drinnen, weil die Musik ist im Ohr, die ist in ihnen. Und sie sind ganz draußen, weil die Musik ist im Raum, sie kommt von außen. Das ist die gleiche Achse, die sie übrigens auch haben, wenn sie, oder haben können, wenn sie am Ozean stehen oder im Wald oder auf einem Berg, aber der Ozean ist mir da das Einleuchtendste, obwohl ich eher Bergmensch bin. Man steht wirklich, es ist eine andere leibliche Erfahrung, am Meeresufer zu stehen, wenn die Wellen heranrollen und man den Wind spürt und die Vögel hört. Ich war gerade in Dänemark, wo mir das wieder, ich meine, es ist schon eine, man kann sich dem kaum entziehen. Das kann eine überwältigende Erfahrung sein, am Meer zu stehen. Und man hat irgendwie das Gefühl, mein Innerstes und dieses Äußere, das da heranrollt, stehen in einer Antwortbeziehung. Das nenne ich vertikale Resonanzerfahrung. Und ich glaube, man kann die in Religion machen, die haben dafür sozusagen Praktiken, kognitiven Überbau, wenn sie so wollen, Lieder und so etwas, eine Jahrtausende alte Tradition. Man kann sie aber auch in der Natur machen, in der Musik, vielleicht sogar an bestimmten geschichtlichen Orten, dass man sich plötzlich, weil eine Geschichtsachse aus der Vergangenheit in die Zukunft scheint mir auch wichtig, da könnte übrigens auch der Sinn von Geschichtsunterricht drin liegen, dass es eine Verbindung gibt zwischen mir und dem historischen Ort, an dem ich vielleicht stehe. Gut, das ist vertikale oder existenzielle Resonanz als dritte Achse. Und ich glaube aber, es gibt eine vierte, die habe ich bisher meistens vernachlässigt, nämlich eine Selbstachse der Resonanz. Ja, die Frage ist auch, wie gehen wir eigentlich mit uns selber um, mit unserem Körper, mit unserer Psyche, mit den Emotionen, auch mit der Biografie. Und ich glaube, auch da kann es eine verdinglichende Haltung geben. Entweder, dass ich es gar nicht hören will, genauso wie ich andere vielleicht nicht hören will oder den Ruf der Musik oder der Religion oder der Natur oder sonst was nicht hören will, kann ich auch meinen eigenen Körper, meine eigene Psyche, meine eigene Biografie nicht hören wollen oder aber, was noch wahrscheinlicher ist, sie verdinglichen. Ja, hier ist was, das muss weg, ja, schneid mal raus. Oder in mir ist eine Empfindung, ein Gefühl, ein Problem, das muss ich bearbeiten mit Mitteln oder mit der Therapie oder sonst etwas. Das ist eigentlich ein verdinglichender Zugriff. Ne? Und meine These ist, dass Leben da gelingt, wo wir auch in Resonanz zu uns selber stehen können. Ja, hören und antworten. Das heißt nicht immer einfach nachgeben. Ja. Es gibt dann immer die Idee, wenn es nicht verdinglichend sein soll, dann soll es total submissiv sein sozusagen. Dann musst du eben nur das tun, was da auf der anderen Seite ist. Das meine ich aber nicht. Resonanz ist immer auch antworten, ja, sich damit auseinandersetzen. Und ich glaube, was kann Schule, was kann Bildung schaffen? Was soll sie schaffen? Ich würde sagen, eigentlich soll sie Kindern beibringen oder Erwachsenen, je nachdem, welchen Bildungskontext sie sind, den Sinn für diese vier Resonanzachsen zu entwickeln, diese vier Resonanzachsen zu öffnen, offen zu halten, ja, festzustellen, dass Geschichte, dass Physik, dass Musik, dass Religion Resonanzbeziehungen eröffnen können, Resonanzfelder sein können, dass man angstfrei mit sich selbst in Resonanz treten kann und angstfrei mit dem Fremden oder anderen, der da auf uns zukommt. Und damit will ich den ersten Teil des Impulses gerne bewenden lassen, weil zur Frage der Schule und der Bildung kommen wir dann im zweiten Schritt. Vielen Dank schon.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank für diesen ersten Impuls. Mein erster Impuls ist, dass ich die beiden Damen auf der linken Seite bitte, gerne die Türe mal zu machen. Sie wissen ja, in Klassen gilt die Regel, alle 20 Minuten lüften. Und von daher die Bitte, gerne genau die Türen gut mal 5 Minuten offen zu lassen, damit wir hier durchlüften. Ansonsten, wie vorhin angekündigt, jetzt besteht die Möglichkeit, zu diesem ersten grundlegenden Impuls zu seiner Resonanztheorie Rückfragen zu formulieren. Wer von Ihnen da eine Frage hat, bitte sehr, Sie da hinten, möge mit Maske hier vorne zum Mikro kommen und seine Frage formulieren. Ich probiere es mal so. Geht das? Was sind denn Ihre täglichen Strategien oder alltäglichen, um die Wahrscheinlichkeit für Resonanzerfahrungen zu erhöhen? Ja. Soll ich gleich antworten oder so? Ja. Ja, vielen Dank. Das ist eine ganz schwierige Frage. Eigentlich habe ich bei dieser Frage immer irgendwie, da habe ich immer riesige Scheu, überhaupt was zu antworten, weil mir das immer so ein bisschen verdinglichend zu sein scheint. Also im Sinne von, man muss das und das machen. Aber so haben Sie es natürlich nicht gemeint und auch nicht gefragt. Ich glaube, also grundsätzlich würde ich sagen, was man halt nicht machen kann, ist irgendwie zu sagen, ich habe morgen um 12 oder so diese und jene Resonanzerfahrung. Aber was wir machen können, ist, wir können versuchen, dispositional in unserer Haltung Resonanz wahrscheinlich werden zu lassen. In der Art und Weise, wie wir mit Menschen interagieren, wie wir mit Natur interagieren und so. Und ich versuche das auf zwei Ebenen. Das eine ist, mir das immer wieder klar zu machen, ja, weil natürlich bin ich genauso gehetzt wie alle anderen. Und wenn zum Beispiel Studierende in meine Sprechstunde kommen oder so, habe ich immer das Gefühl, mach schnell, stell immer die Frage, dann kriegst du die Antwort. Ja. Und ich versuche mir wirklich, man kann sich das so angewöhnen, dass es fast zum Bedürfnis wird, ja, wenigstens einen kleinen Moment von Resonanz wirklich herzustellen. Ja. Ich nehme dich als Mensch wahr, ja, und ich bin auch bereit, mich da auf ein Gespräch oder etwas einzulassen, was meinen Zeitplan sprengt. Sprich, ich glaube, wir haben in jeder Interaktion kleine Spielräume, bei denen man wirklich bewusst versuchen kann, einen Resonanzmoment herzustellen. Ich finde wirklich, was ich wirklich mache, aber das ist jetzt nur ein Beispiel. Ich habe deshalb Scheu, weil das immer so klingt, als würde ich sagen, das müssen alle machen. Aber mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass wenn ich durch eine Stadt wie Frankfurt laufe, da gibt es halt sehr, sehr viele Obdachlose oder Leute, die in der Straße betteln. Und wir sind, da geht man innerlich fast immer auf Entfremdung, geh weg oder nein, jetzt nicht oder so. Und ich meine, diese Haltung und dieser Blick und diese Form ist eine Form der Verdinglichung, der Entfremdung, der Schließung. Und seitdem gebe ich so oft ich kann, wenigstens einen Blick oder eigentlich fast immer ein bisschen was, weil das tut mir ehrlich gesagt nicht wirklich weh. Und es geht nicht darum, dass ich damit ein guter Mensch bin, sondern dass man einen Moment von Resonanz herstellt. Und das, glaube ich, kann man in allen anderen Hinsichten auch tun. Bei der Arbeit, wenn ich mir einen Aufsatz schreibe, kann man mit Copy and Paste und schreibe ich halt noch drei Sätze verdinglichend tun. Oder jedes Mal, was dann immer auch ein bisschen schmerzhaft wird, weil ich nie genau weiß, ob der Aufsatz gut wird, ja, dieses Moment, dass da noch was Innovatives oder Kreatives zustande kommen kann. Und dann versuche ich, solche Sachen auch konsequent herzustellen. Also zum Beispiel Bildungsformate zu suchen, die das wahrscheinlicher werden lassen. Ich fahre sehr gern mit meinen Studierenden, jetzt natürlich nicht. Zum Beispiel in Thüringer Wald, da hat das Studentenwerk so eine Bildungsstätte, wo man eben nicht in 90-Minuten-Blocks miteinander umgeht, sondern beim Essen oder beim, Volleyball spielen oder spazieren gehen, nochmal miteinander. Und da stellst du plötzlich fest, da kommst du ganz leicht miteinander in Resonanzen. Da kommen Sachen hervor, die man vorher nicht kannte. Und ansonsten sind für mich Musik, Berge, Sterne. Und was ich wirklich auch mache übrigens, ich kann gar nicht anders. Ich muss jeden Tag irgendetwas lesen, nicht Fachliches, sondern Belletristik. Und das können auch einfache Romane sein oder so. Aber ich brauche diese Art von, weil Geschichten sind auch ein Resonanzfeld, wo du einfach anders in die Welt und mit dem Leben umgehst. Also solche Strategien versuche ich da anzuwenden. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Ich bin jetzt ganz kurz. Bei der Resonanz stelle ich mir vor, das sind zwei Systeme, die irgendwie in gleichartiger Schwingung sich befinden. Und wenn Sie jetzt sagen, dass die Resonanz den Zustand verändert, dann würde man doch anschließend den Zustand der Resonanz verlassen. Ja. Das ist das eine. Das andere, was ich fragen wollte, wenn Sie als Lehrer vor einer Klasse stehen, dann haben Sie ja ganz viele Resonanzstellen gegenüber, die aber nicht alle auf der gleichen Welle sind.
Wie ist denn das zu verstehen, wenn Sie also, Sie können ja in Resonanz dann immer nur mit so einem System treten, das auf der gleichen Welle ist wie Sie selbst? Ja, vielen Dank für die Frage, das ist völlig richtig, aber da gerät sozusagen mein Resonanzbegriff an Grenzen, wenn man ihn zu streng physikalisch denkt. Ja. Was ist wirklich so, es gibt zwei Arten von Resonanz. Synchronresonanz, das ist das, was Sie gerade beschrieben haben. Ja, zwei Dinge, zwei Körper zum Beispiel, schwingen exakt gleich und verstärken sich dabei wechselseitig. Es gibt aber auch tatsächlich und sogar in der Physik das Moment der Response-Resonanz. Das heißt sozusagen, zwei Körper antworten aufeinander, sie reagieren aufeinander, ohne mechanisch gekoppelt zu sein. Ein gutes Beispiel dafür sind zum Beispiel, ein Beispiel sind Planeten, die tatsächlich anfangen, sich in ihren Kreisbewegungen oder in ihrer Eigendrehung aufeinander einzuschwingen. Und bevor sie synchron sind, und möglicherweise sind sie es irgendwann auch nicht mehr, antworten die aufeinander in ihren Bewegungen. Und es geht mir um dieses Moment der Response-Resonanz, Zurücktönen. Ja. Deshalb habe ich eigentlich versucht, in der Definition es von diesem strengen akustischen Phänomen zu lösen und zu sagen Resonanz. Aber also begrifflich ist das nämlich echt ein Seiltanz, weil ich möchte es nicht einfach in diesem einfachen akustischen Sinne, weil sonst habe ich genau die Probleme, die Sie nennen. Ich will es aber auch nicht einfach nur als Metapher verwenden, was man über alles und jedes legen kann, sondern scharf definieren. Und deshalb definiere ich Resonanz über als Beziehung. Es ist nicht ein subjektives Erleben oder Zustand, sondern eine Beziehung zwischen zwei oder mehreren Elementen, die die vier Bedingungen erfüllt. Ja, Berührung, Selbstwirksamkeit, Verwandlung und Unverfügbarkeit. Und das setzt sogar voraus, dass das andere, mit dem ich in Kontakt trete, anders ist als ich selber. Es ist nicht genau die gleiche Wellenlänge, ja, damit dieser Prozess in Gang kommen kann. Und den kann ich mir zwischen zwei oder zwischen mehreren vorstellen. Ich würde sagen, auf der phänomenalen Ebene. Deshalb haben wir diesen etwas umkämpften Untertitel, wenn es im Klassenzimmer knistert, gewählt. Weil es ist tatsächlich so, dass man Resonanzmomente im kollektiven Sinne sehr gut identifizieren kann. Und das ist auch nicht so, dass der eine empfindet es da, der andere empfindet es da, sondern es gibt Momente, wo es plötzlich ganz still wird, weil jeder merkt, da steht jetzt was auf dem Spiel, das geht mich an. Ja, und diese Art von Phänomene habe ich im Sinn, die kann man nicht mit dem engen akustischen Resonanzbegriff fassen. Okay. Noch eine dritte Frage, bevor wir in die Pause gehen. Bitte. Ob Sie sagen, wenn es auch sowas wie Resonanzverweigerung gibt, wieso wir uns vielleicht Resonanz verweigern, was auch Resonanzarmut mit uns macht? Ja, auch das ist eine ganz wichtige Frage. Also man kann nicht immerzu mit allem und jedem in Resonanz treten. Wenn wir das täten, übrigens würden wir Resonanzfähigkeit verlieren, weil wir dann die eigene Stimme verlieren. Und deshalb habe ich tatsächlich in dem Buch ein Resonanzverweigerungsrecht postuliert. Manchmal braucht man Phasen des Rückzugs, ja, wo man sagen kann, jetzt nicht, egal was das ist, was mich da anruft. Ja. Um überhaupt eine eigene Stimme wieder zu finden und Resonanzfähigkeit herzustellen. Und ich glaube übrigens, gerade wenn wir es mit Bildung oder Schule zu tun haben, Pubertät ist eine super interessante Phase dafür. Ja, da ist es geradezu notwendig, auf Resonanzverweigerung zu gehen, Entfremdung zu erfahren. Ja, ich lasse mich von meinen Erzeugern erstmal gar nichts mehr sagen und auch nicht von den Lehrern. Ja. Und ich verliere sogar vielleicht die Resonanz mit meinem eigenen Körper, weil der Sachen macht, die ich nicht gut kontrollieren kann. Und durch diese Entfremdungsphasen entdecke ich überhaupt erst meine eigene Wellenlänge sozusagen. Ist doch wirklich so bei Jugendlichen. Ich meine, erstmal sind sie ganz stark durchs Elternhaus geprägt und glauben den Lehrerinnen und Lehrern mehr oder weniger auch alles. Und erst später, ich meine, zum Subjekt werden wir doch oder zum, wie immer Sie das jetzt nennen, reifen Menschen, dadurch, dass ich eine eigene dass ich sagen kann, ja, diese Musik ist irgendwie meine Musik oder politisch bin ich eher liberal, konservativ, grün, sonst etwas. Da entdecke ich ja erst meine eigene Stimme, meine eigene Position. Das geht nur, indem ich auch phasenweise Resonanz verweigern kann. Ich glaube nur, es ist eine Frage der Disposition, insbesondere dort, wo man es mit anderen Menschen zu tun hat. Da würde ich, glaube ich, wirklich einen Unterschied zu machen, weil ich nämlich behaupte, jemandem in die Augen zu sehen oder eine Stimme zu hören, die mich anspricht, ist eigentlich immer ein Resonanzappell. Und wenn ich den zurückweise und sage, nee, bleib weg, ja, dann führt das zu einer inneren Schließung, ja, die ich dann sozusagen mit Resonanzverlust meinerseits bezahle. Ja, wenn ich sage, diese Haltung der Schließung überträgt sich dann, ich kann dann nicht gleichzeitig mit was anderem in Resonanz sein. Ja, also deshalb glaube ich sozusagen, Resonanzverweigerung auf der sozialen Ebene hat immer den Preis einer mindestens temporären Entfremdung beziehungsweise eines temporären Resonanzverlustes.
gerne möchte ich abschließend noch eine Frage selber formulieren. Und zwar mit Ihrer Resonanztheorie, die ja sozusagen ganzheitlich versucht, das Subjekt in seinen Weltbeziehungen zu erfassen, auf diesen markanten vier Dimensionen. Wie kann man da auch begrifflich scharf die Machtdimension oder die Gewaltfrage, die Gewaltrealität unseres Lebens fassen? Also wo findet die ihren Platz, also die Machtfrage und Gewaltfrage in diesem Achsenmodell? Ja, das ist eine der spannenden Fragen, wo ich auch in dem Resonanzbuch am Ende geschrieben habe, das Buch muss irgendwie noch geschrieben werden, Macht und Resonanz. Ich habe inzwischen immerhin einen Vortrag sozusagen genau dazu, aber ich habe es noch nicht in den Aufsatz ausgeschrieben. Ich habe aber zwei schnelle Antworten. Das eine ist, also wenn Sie Gewalt sagen, ja, da scheint mir offensichtlich zu sein, dass alle Formen der gewaltförmigen Interaktion oder auch der Repression ganz offensichtlich Resonanzverhinderung zur Folge haben. Ja, also wenn ich jemandem vorschreibe, wie er zu glauben hat, oder also wenn ich jemandem eine reinhaue, um die basalste Form der Gewalt zu nehmen, das ist natürlich keine Resonanzbeziehung und ich mache es ihm damit unmöglich, mit irgendetwas in Resonanz zu treten. Aber es gibt subtilere Formen der Gewalt, nämlich ich zwinge jemanden auf eine bestimmte Weise zu glauben, zu lieben, zu wählen, was immer das sein mag. Das ist wie Festhalten einer schwingungsfähigen Seite. Ich glaube, das ist auch wirklich der Sinn, warum Moderne und die Moderne einen so hohen Wert auf Autonomie legt. Jeder soll glauben dürfen, wie er oder sie, wie es seiner Frequenz entspricht und sich kleiden und die Musik hören und was weiß ich was oder lieben dürfen. Wenn ich das verhindere, ich meine Frauen zum Beispiel, wo sie massive Unterdrückung und Machtbeziehungen hatten, wurden ja Jahrhunderte hinlang daran gehindert, ja eigentlich eine eigene Stimme in religiösen, ästhetischen, professionellen, politischen Hinsichten zu entwickeln. Deshalb würde ich sagen, das scheint mir relativ einfach. Also repressive Gewalt in jeder Form kann man als Resonanzverhinderungsinstrument, als Entfremdungs-Verdinglichungsmoment dechiffrieren und kritisieren. Aber spannender wird es bei der Frage, ob nicht subtile Machtwirkungen Resonanzsensibilitäten erzeugen. Ja, weil die Politik versucht es ständig und ehrlich gesagt die Religion natürlich auch. Also Politik versucht, also denken Sie an Nationalismus, ja, Amselfeld oder was immer das sein mag, mit Denkmälern, mit Musik, was die Nazis gemacht haben, mit Musik, mit Fackeln, mit Uniformen, die Resonanzachse zum Volk, zu Deutschland, zu was weiß ich was zu erzeugen. Und ich meine, im Prinzip versucht das natürlich auch Religion, würde ich wirklich sagen, da Resonanzsensibilitäten zu erzeugen, muss sie auch, glaube ich, anders geht es gar nicht. Ich meine, das ist der Sinn von Bildung hier. Dass du den Sinn dafür gewinnst, dass da etwas ist, was wichtig ist, was vielleicht sogar heilig ist. Und natürlich sind da auch Machtfaktoren im Spiel. Übrigens sogar da, wo wir denken, dass wir auf die Natur hören. Ich habe eine Doktorandin, ich fand das wirklich faszinierend, weil da hätte ich es nicht vermutet. Die sagt, naja, wir haben diese Vorstellung, dass wir auf die Natur hören müssen. Aber auf was hören wir denn da, wenn wir auf die Natur hören? Egal, ob es ums Essen geht oder ums Gebären oder ums Erziehen. In aller Vorstellung davon dessen, was die Natur sagt, sind politische und andere Machtwirkungen eingebaut. Und deshalb würde ich sagen, das ist ein hochheikles Feld. Ich glaube aber, ich behaupte, dass Resonanz immer eine Überschusswirkung hat. Ja, du kriegst Resonanz, du kannst nicht einfach Resonanz machtförmig erzeugen. Das haben die real existiert habenden Sozialismen erfahren. Ja, irgendwann haben die Leute in der Fahne und den Fackeln und den Reden überhaupt nicht mehr geglaubt. Und da, wo wirklich Resonanz entsteht, geht sie immer über das, was die Machthaber intendieren, hinaus. Deshalb glaube ich, es tut sich immer eine Lücke auf zwischen Resonanz und Macht, auf die ich das Vertrauen setze, dass alles gut werden kann, wenn wir auf die Resonanzachsen setzen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für diesen Einstieg. Ich denke, jetzt gönnen wir uns einige Minuten Pause, 10 Minuten Pause und weise nochmal darauf hin. Die ganz spät gekommen sind, bitte draußen auf dem Stehtischen sind große A3-Blätter, sich dort einzutragen. Ansonsten bitte ich Sie, achten Sie auf die Abstände, auch jetzt, und Ihre eigentliche Heimat für den Nachmittag ist Ihr Stuhl, da ist das Getränk, aber wir lüften jetzt nochmal kräftig weiter durch und um 16:45 gehen wir dann mit dem zweiten Impuls hin auf die konkrete Situation in Schulen, gönnen wir uns eine 10-minütige Pause. Ja.
Ja, steigen wir ein in den zweiten Schritt des Nachmittags und werden jetzt diese generelle Resonanztheorie am Fall Schule, am Resonanzraum Schule etwas näher erläutert bekommen. Herr Rosa, ich bitte Sie wieder um das Wort. Ja, ich greife gerne die Zimbel, die Sie gerade verwendet haben, auf, weil das bei mir selber zu einem Resonanzerlebnis geführt hat mal, dass ich nie erwartet hätte, dass ich immer zu Leuten empfehle, also wenn Sie in Schulen unterrichten, kann ich Ihnen das dringend empfehlen und würde auch und wäre auch gespannt auf Ihre Erfahrungen, weil ich habe mal so, als ich noch Student war, habe ich, kennen Sie vielleicht diese Endres-Sommerkurse gemacht, also so Nachhilfekurse für Schülerinnen und Schüler, die manchmal sehr anspruchsvoll waren. Der Kontext ist eigentlich egal. Der Punkt war, wir hatten nicht sowas wie einen Gong oder so, um die Schüler und Schülerinnen wieder zusammenzutrommeln. Und deshalb habe ich gesagt, okay, also Leute, ich habe es jetzt satt, immer eine halbe Stunde zu warten sozusagen, bis halt alle da sind. Wir machen das jetzt so. Ich habe da Englisch Nachhilfe gegeben und wir hatten gerade ein Lied versucht zu verstehen, nämlich Father and Son von Cat Stevens, das die Schüler sehr mochten eigentlich. Und ich habe gesagt, okay, immer wenn wir Cat Stevens spielen, geht es wieder los. Und es hat erstaunlich gut funktioniert, was mich schon gefreut hat. Ja, immer wenn ich dann aus dem Klassenzimmer in einigermaßen Lautstärke Cat Stevens drang, kamen die Teilnehmer ziemlich schnell und ohne großen Widerspruch zusammen. Aber was mich von den Socken gehauen hat, ist, als eines Tages dieses Lied von woanders kam, in irgendeinem Raum, und sozusagen meine ganze Klasse sagte, die spielen unser Lied. Da ist mir irgendwie deutlich geworden, wie stark die sich damit identifiziert haben. Und danach habe ich dieses Prinzip ehrlich gesagt, zum Beispiel, ich leite 22 Jahre lang, glaube ich, jetzt schon im Sommer Schülerakademien mit 96 Teilnehmenden. Und wir beginnen immer morgens mit einer sozusagen Akademiehymne. Aber ehrlich gesagt, dass die Schüler das nicht auswählen, weil die es dann immer die einen wollen und die anderen finden es blöd, sondern ich überlege mir halt, was irgendwie gut passen könnte, dann nehmen wir das. Und der Effekt ist jedes Mal, ich finde das wirklich unglaublich, wie schnell das passiert. Da können Sie sagen, es hat vielleicht was mit Macht und Resonanz zu tun, weil man damit auch manipulieren könnte, aber das will ich jetzt mal beiseite lassen. Was ich meine ist, selbst am Anfang staunen Sie, finden es komisch, manchmal sagen Sie schon, nicht schon wieder dieses Lied, aber nach den 3 Wochen sind Sie direkt süchtig danach. Also weil das hat so eine starke Wirkung, was ich damit sagen will ist, also die Identifikation ist hoch, auch die Erinnerung übrigens, wenn Sie das dann 3 Jahre, weil diese Schülerakademie kann man nur einmal im Sommer machen, wenn die dieses Lied 5 Jahre später hören, entsteht sofort die ganze Akademie wieder, ja, da resoniert etwas, so etwas ist biografische Resonanz, aber was ich sagen will ist, Sie können das Klassenzimmer mit so einem einfachen Trick, mit so einem einfachen Element in einen Resonanzraum verwandeln. Ich würde, wenn ich heute an der Schule unterrichtete, was ich manchmal, ich habe Lehramt studiert, weil ich dachte, entweder klappt es an der Uni oder ich gehe in die Schule. Das hat mich nicht nur nie geschreckt, sondern manchmal denke ich, wäre vielleicht besser gewesen. Aber wenn ich heute an der Schule unterrichten würde, würde ich das da auch probieren. Ja, ich habe es übrigens auch neulich mal bei einer Studienstiftungsakademie gemacht und meine Co-Leiterin hat gesagt, das funktioniert nie, sind doch keine kleinen Kinder. Am Ende haben die das Lied umgedichtet, sozusagen umgeschrieben, machen die übrigens auch bei der Schülerakademie immer. Also was ich sagen will, sowas kann kleiner Trick sein, kleines Element, wie man auch einer Schule, aus einem Klassenzimmer, aus einem Unterrichtsfach einen Resonanzraum machen kann. Aber die Frage soll jetzt sein, oder was ich mit Ihnen diskutieren will, ist, dass ich glaube, man kann, man sollte sogar Unterricht, Schule, Bildung, ich würde fast sagen, als die Herstellung, oder vielleicht ist Herstellung falsch, als das Öffnen von Resonanzachsen zu den zentralen Sphären unserer Kultur, unserer Gesellschaft, unseres Lebens verstehen. Ich habe es vorhin schon angedeutet. Das ist sozusagen das eine. Ja, was kann Bildung, was soll Bildung? Und ich würde sagen, Welt zum Sprechen bringen und Menschen sozusagen Selbstwirksamkeit erfahren lassen. Und was ist sie? Leider in sehr vielen Hinsichten das Gegenteil, eine Entfremdungszone. Eine, in der ich mich gerade nicht selbstwirksam finde, in der nicht meine Stimme gehört wird, sondern in der ich halt Wissen ansammle oder Kompetenzen ansammle und dann entsprechend geprüft werde. Und die Frage ist dann, wie kriegen wir das irgendwie zusammen? Können wir Schule und Unterricht auch unter den gegebenen gesellschaftlichen Bedingungen in Resonanzräume verwandeln oder bleiben es Entfremdungszonen? Ich will nochmal auf die Idee zurückkommen, die ich vorhin kurz angedeutet habe. Meiner Ansicht nach werden Menschen zu Subjekten, man spricht von reifen Subjekten, gereifte Persönlichkeiten, entwickelte Persönlichkeiten, glückliche Menschen, Individuen. Ich würde sagen, alles das
indem sie Resonanzachsen zu den Sphären des Lebens entwickeln. Ich meine, ein kleines Kind, ein vorpubertäres, hat ja nicht eine eigene Stimme im Verhältnis zur politischen Welt. Die politische Welt sagt ihm gar nichts. Ja, als ich jung war, hatten wir keinen Fernseher, aber wenn ich bei meinem Opa und Oma war, dann durften wir Fernseher gucken und da war aber noch ein Cousin von mir, der war da auch. Und wann immer was kam, was er nicht sehen wollte, hat er gesagt, ah, das ist Politik und weg damit. Ja, Politik ist das, was man sofort wegschalten muss. Und sozusagen, und deshalb meine ich, der Gemeinschaftskundeunterricht hat den Sinn, sowas wie eine Resonanzachse zur Politik zu erzeugen, dass ich einen Sinn dafür gewinne. Plötzlich spricht es zu mir, ja, Parlament, Regierung, Kanzlerin, was immer das ist, EU, das sagt mir was, das geht mich was an, das ist nicht das weg damit, damit kann ich nichts anfangen, finde ich langweilig. Und dann entwickle ich auch eine eigene Stimme dazu, indem ich sage, ich bin für oder gegen die EU. Das kommt da an der Stelle tatsächlich nicht auf die Inhalte an. Aber in dem Moment, wo die Resonanzachse offen ist, wo ich sage, oh, Politik, das ist ja interessant, ja, das berührt mich, will ich natürlich Sachen wissen. Ja, dann kommt die Kompetenz. Die Kompetenz ist die Nebenfolge der Eröffnung einer Resonanzachse. Ist übrigens das Gleiche, habe ich vorhin schon gesagt, im Deutschunterricht zum Beispiel zu Gedichten. Ja, wenn Sie das machen, wahrscheinlich erst in der Oberstufe, obwohl für Reime haben auch Kleine schon einen Sinn. Ja. In dem Moment, wo das Gedicht anfängt zu mir zu sprechen, will ich mehr darüber wissen. Ja, was sagt es denn eigentlich? Ja, es spricht, es berührt mich, aber ich weiß nicht genau wie. Wie ist es denn gemacht? Wer hat es gemacht? Warum hat er es gemacht? Ich glaube, Kompetenzen, das Verlangen nach Kompetenz ist die Nebenfolge der Öffnung einer Resonanzachse. Und das können Sie jetzt durch alle Schulfächer hindurch machen. Ich finde das wirklich, Biologie, ja, Pflanzenaufbau, was weiß ich, wie das Zeugs heißt, habe ich inzwischen leider auch vergessen, Biologie habe ich schnell abgewählt, sagt mir nichts. Ja, und plötzlich stellst du fest, das ist wahnsinnig interessant, ja, die Flora, die Fauna, wie das geht. Oder die Sterne, Physik. Es ist nämlich nicht so, dass bei den Naturwissenschaften nicht funktioniert. Der härteste Fall ist Mathe. Aber selbst da geht es. Und übrigens sehen Sie da auch dieses zweite Moment, nicht nur, das sagt mir was. Ich finde, wenn ein Mensch aus der Schule kommt, ein junger Mensch, müssten eigentlich alle Resonanzachsen offen sein, in dem Sinne nicht, dass ihn alles gleichermaßen interessiert, aber dass er sagen kann, ja, Musik, das sagt mir was. Ja, oder ja, Religion sagt mir was. Nicht, ach, Religion ist eh Aberglaube, dann ist diese Resonanzachse halt taub. Ja. Also wo die dann verlaufen, für welche Religion, in welcher Form sich jemand wie interessiert, soll die Schule nicht bestimmen. Aber dass sie einen Sinn gewinnen dafür, warum diese Fächer interessant ist, dass da sprechende Welt zur Verfügung steht, ist wichtig. Und das zweite Element ist aber Selbstwirksamkeitserfahrung. Der Grund, warum das häufig nicht aufgeht, die Achse, ist, dass Schülerinnen und Schüler sagen, das kann ich nicht. Also genau genommen, Sie sehen, wie eine Resonanzachse an beiden Enden taub bleiben kann. Die eine ist, interessiert mich nicht. Physik interessiert mich überhaupt nicht. Chemie finde ich scheußlich. Das ist das eine. Das andere, was aber fast immer damit einhergeht, ist, das kann ich nicht. Ja, Mathe kann ich nicht, ist der Standard sozusagen. Aber auch kann eben auch Sport sein oder ich bin ganz unmusikalisch. Ja, eigentlich ist niemand unmusikalisch. Doch, angeblich gibt es 5%, die quasi musikalisch taub sind, die sich gar nicht berühren lassen von gar keinen Klängen oder Rhythmen. Das sagt die Forschung, ich kann mir das vorstellen. Dann verlaufen vielleicht andere, dann verlaufen auch die ästhetischen Sensibilitäten vielleicht eher im visuellen Bereich oder im haptischen oder so. Aber fast alle Menschen sind, fast keiner ist komplett musikalisch und ist komplett unmusikalisch. Aber du kannst natürlich diese Resonanzachse verschließen, indem du zum Beispiel, so ist es mir gegangen als Kind, wirklich. Ich musste vor der Klasse vorsingen, das war nicht böse gemeint, Sie kennen der Klassiker, aber es war halt wirklich so. Ich habe keinen Ton rausgebracht und war fortan der Meinung, ich kann sowieso nicht singen. Was eigentlich, aber das wissen Sie alle, aber es ist wirklich ein Verbrechen an der Menschlichkeit sozusagen. Und das geht natürlich für andere Fächer auch. Ja, das Gefühl, da kann ich nichts, da werde ich vielleicht verlacht, führt dazu, dass man sich gar nicht mehr darauf einlassen will. Ich glaube übrigens wirklich, also mein Lehrer war Axel Honne, der das an Anerkennungsbeziehungen gemacht haben und die sind in der Hinsicht, verlaufen die ganz nahe zu den Resonanzachsen. Die Frage, was eine Schülerin oder ein Schüler dann vielleicht mag, hängt von den ersten Erfahrungen ab. Also nehmen wir an, Sie sind Sportlehrerin vielleicht und bringen eine Klasse zum Fußballspielen. Und da haben Sie zwei Kinder, die jetzt, sagen wir mal, idealtypisch, genetisch und auch von ihren Erfahrungen her genau gleich sind. Ja, nehmen wir Sie Peter und Paul. Und Peter schießt halt dummerweise am Tor vorbei oder ihm geht der Ball zwischen den Beinen durch ins Tor. Ja, fortan sagt er, ah nee, Fußball ist nicht mein Ding. Ja, das ist irgendwie logisch. Ja, Fußball ist der Ort, wo ich verlacht werde. Das wird dann zur Wüstenerfahrung. Fußball war das, wo alle über mich gelacht haben, wo ich den Ball nicht treffe. Das kann ich nicht, das will ich nicht, das vermeide ich fortan. Und Peter hat vielleicht, habe ich vergessen, ob das gerade Paul oder Peter war, also der andere von den beiden,
Er hat das Tor getroffen und alle haben gesagt, ist super, du hast uns gerettet. Und fortan sagt er, oh, Fußball, doch. Und dann fängt er an, sich dafür zu interessieren, ja, was es da gibt. Oh, Fußball kommt im Fernsehen. Fußball ist das, wo ich mich als wirksam erfahre. Ja. Deshalb, wenn Sie eine Resonanzachse eröffnen wollen, sollten Sie nicht mit Gewalt darauf hinweisen, dass sich der Schüler oder die Schülerin berühren lässt, sondern dass sie so früh wie möglich einen Sinn für Wirksamkeit erfahrt. Ich kann da was, ich kann das zum Sprechen bringen. Weil nämlich, ich habe Ihnen gerade erzählt, ich mache im Sommer immer eine Schülerakademie, das ist Begabtenförderung. Ja, jede Schule darf einen oder eine vorschlagen, wenn sie zum Abitur führt, die daran teilnehmen darf. Und wir sagen immer, es kommt nicht auf Noten an, sondern auf irgendwie, auf Begabung, auf besondere Interessen. Und deshalb studiere ich seit langem auch für die Studienstiftung des Deutschen Volkes, was ist eigentlich Begabung? Und ich bin ganz sicher, es ist nicht Intelligenz sozusagen, sondern Können oder Wissen, sondern es ist Resonanzfähigkeit, die diese zwei Seiten hat. Auch das, was ich, verstehen Sie, ich glaube, das beruht einfach auf Erfahrung. Was mich immer gewundert hat bei Schülerakademien, ist, dass fast egal, was für eine absurde Idee jemand hat, ganz viele Leute sagen, oh ja, lass mal probieren. Also du stellst irgendwie ein Teleskop in den Hof und sagst, wer hat Lust, mal da mit Sterne zu gucken, dann fast alle oder jedenfalls sehr viele. Oder da jemand sagt, hey, wollen wir nicht Theater spielen, wer hat Lust mitzumachen? Ganz viele. Oder ich finde, wir sollten mal politisch diskutieren, wer mag mitmachen? Ja, ganz viele. Und deshalb würde ich sagen, die haben immer diese Vermutung, auch und gerade bei Sachen, die sie noch nie gemacht haben, das könnte interessant sein, ich könnte das könnte zu mir sprechen, das könnte eine interessante Erfahrung werden, aber auch, und ich glaube, dieser zweite Punkt ist der entscheidende, haben Sie die Erwartung, dass Sie das Ding zum Sprechen bringen können, dass wenn Sie sich darauf einlassen, dass sich dann Resonanz ereignet. Ja, wenn ich nämlich natürlich die Erwartung habe, beim Theaterspielen werde ich wieder ausgelacht oder da kommt eh nichts dabei raus, dann lasse ich mich darauf nicht ein. Gut, also ich glaube, das Ziel von Bildung ist die Öffnung von Resonanzachsen in alle Sphären des Lebens und von entscheidender Bedeutung ist die Erfahrung auch der Selbstwirksamkeit, nicht im Sinne von, du kannst eine Eins schreiben, du weißt es, du hast es richtig, sondern du kannst dieses Ding so mit dir in ein Verhältnis bringen, dass sich dieser transformative Prozess auch wirklich ereignen kann. Und deshalb habe ich versucht auszubuchstabieren, dass Schule, wissen Sie, also kann sozusagen mit geschlossenen oder mit offenen Resonanzachsen gedacht werden. Jedes Unterrichtsgeschehen kann mehr oder minder Resonanzachsen öffnen oder schließen. Dummerweise, und die Resonanzachsen verlaufen auch zwischen Lehrenden und Lernenden oder Lehrerinnen und Schülerinnen oder wie immer Sie das sozusagen zum Ausdruck bringen und natürlich zwischen den Peers und den Lehrenden und der Sache. Und dummerweise ist halt jetzt so, dass für ganz viele Menschen und gerade für die sogenannten Bildungsverlierer Schule eigentlich eine einzige Entfremdungszone ist. Ja, Schule ist genau das, wo mich nichts berührt, wo ich froh bin, wenn ich nicht verletzt werde. Es ist eigentlich die Wüstenerfahrung, ja. Weil wenn du in die Schule gehst, gibt es ganz viele Orte des Bloßgestelltwerdens oder halt einfach, wo ich wieder einen Versagensnachweis kriege. Ja, Physik kann ich nicht, ich habe schon wieder eine 6. Ja. Oder meine Freunde haben mich wieder ausgelacht. Oder der Lehrer oder die Lehrerin. Es muss nicht mal darum gehen, dass sie kleine oder große Zeichen der Missachtung senden, sondern auch einfach des gar nicht Sehens. Nicht gesehen werden. Eigentlich das, natürlich sehen sich Kinder nach Resonanz, aber sehr häufig haben sie die Erfahrung, das ist das, was nach der Schule beginnt. Ja, da, wo ich sozusagen mit der Welt in ein lebendiges Austauschverhältnis treten kann. In der Schule bin ich halt stillgestellt. Ich habe mal angefangen, ich habe tatsächlich versucht, Pop- und Rock-Songs, weil ich finde, das ist ein guter Indikator für Befindlichkeiten, für jugendliche Befindlichkeiten, wenngleich Rockmusik heute nicht mehr das jugendliche Milieu ist, aber in Rap und Hip-Hop sieht es nicht anders aus. Schulerfahrungen anzugucken und ehrlich gesagt, das Ergebnis ist niederschmetternd. Weil in Popsongs finden Sie fast nur genau radikale Entfremdungserfahrungen im Blick auf Schule. Ne, der einzige Single-Hit von Pink Floyd, Another Brick in the Wall, ja, We Don't Need No Education, ja, Dark Sarcasm in the Classroom, dunkler Sarkasmus sozusagen ist die Erfahrung. Der größte Hit bei weitem von Alice Cooper, School's Out for Summer und dann School is Out Forever. Endlich habe ich es hinter mir, ja, No More Pencils, No More Books. Der bei weitem größte Single-Hit von Supertramp, The Logical Song. Übrigens, den müssen Sie sich unbedingt mal anschauen. Ich habe jetzt leider nicht die Zeit, das im Einzelnen darzulegen. The Logical Song ist wirklich interessant, weil das ist wirklich von Supertramp das Lied, wo Sie sagen, als ich klein war, hatte ich natürlich eine Resonanzbeziehung zur Welt. Sie nennen es nicht so, aber Sie haben alles, was ich unter Resonanz fasse. Ja, wie die Vögel und die Bäume. Und das Weltverhältnis war einfach eines des Hörens und Antwortens.
And then they taught me to be logical and cynical. Ich habe es ja vergessen, wie es genau heißt. Sensible, logical, cynical. Ja, vernünftig, logisch und am Ende zynisch. Ja, und alle Resonanzachsen sind verschwunden. Oder ein bisschen neuer, Gary Jules, A Mad World. Und er sagt, das war seine eigene Schulerfahrung und es ist ein saumäßig trauriges Lied. Ja, wie er voller Hoffnung in die Schule geht und das Ergebnis und die Erfahrung gemacht hat, die Lehrer haben einfach durch ihn hindurch gesehen. Ja, look right through me. Und dann sagt er, die schönsten Träume, die er da hatte, the dreams in which I'm dying are the best I ever had. Ja, die Träume, in denen er stirbt, waren für ihn die besten in der Zeit. Also kurz und gut, in der Rockmusik und dann Sixten, ich weiß nicht, ob das jemand kennt jemand das Lied Schule von diesem Hip-Hop-Duo, das ist sozusagen die radikale Steigerung von all dem. Schule ist für einen Arsch, heißt das, es war ein Zitat, da darf ich das mal formulieren. Gut. Und da habe ich mir überlegt, gibt es gar keine Gegenerfahrungen und die gibt es schon und erstaunlicherweise nicht in der Rockmusik, eigentlich da gar nicht, auch nicht in der Popmusik oder im Hip-Hop, sondern in den Filmen. Fuck you, Goethe ist fantastisch unter resonanztheoretischen Gesichtspunkten. Das ist der meistgesehene deutsche Film, soviel ich weiß, bis heute. Und da sehen Sie jetzt sozusagen idealtypisch auf die Spitze getrieben, genau eigentlich sehen Sie den Übergang von einer reinen Entfremdungszone zu einem reinen Resonanzraum. Natürlich karikaturhaft überzogen, aber es ist so offensichtlich, was dort passiert, weil da kommt also dieser Lehrer Müller, der gar kein Lehrer ist, er hat null Interesse an den Schülern, die nerven ihn bloß, ja, das ist sozusagen stumme Resonanzachse und er hat auch null Interesse an Goethe, davon hat er gar keine Ahnung, kann er nicht mal richtig schreiben, weil er ist ein Bandit und es geht ihm um das Geld unter der Schule. Und deshalb sehen Sie, da alle Resonanzachsen sind tot, die Schüler hassen den Lehrer, ja, die versuchen den rauszumobben. Und die Schüler hassen den Unterrichtsstoff, weil sie da immer nur die Erfahrung gemacht haben, voll für den Arsch. Ja, Goethe ist langweilig und das kann ich sowieso nicht und lass mich bloß in Ruhe. So dass man sieht, zwischen Lehrern und Schülern, zwischen Schülern und Stoff, zwischen Lehrer und Stoff, alles tot. Und der Film führt jetzt vor, ich glaube, diese brennende Sehnsucht, die wir alle haben, deshalb gucken wir sowas, wie die Resonanzachsen aufgehen. Ja, plötzlich interessiert sich der Müller für seine Schüler. Er hat das Gefühl, ich kann die doch jetzt nicht sozusagen sehenden Augen sind Verderben rennen lassen und dann fängt er an auch noch Goethe zu lesen. Ja, plötzlich, ich meine, und übrigens auch umgekehrt. Ja, die Schülerinnen und Schüler haben plötzlich das Gefühl, der Lehrer ist gar nicht der Trottel, der Arsch, der uns nur quält, sondern der interessiert sich ja wirklich für mich. Ja, der hat ein Interesse an mir. Und dann entdecken sie gemeinsam Goethe und sie sehen Unverfügbarkeit, was sie da daraus machen, steht auf keinem Lehrplan. Ja, aber die Resonanzachse geht plötzlich auf. Das sagt mir ja was, das spricht zu mir. Und Sie sehen mein Postulat der Verwandlung da sozusagen, ich weiß nicht, ob das den Regisseuren klar war, ich glaube nicht, dass Sie das Resonanzbuch gelesen haben, ich glaube, das hätten Sie gar nicht gekonnt, aber nein, nicht intellektuell nicht gekonnt, sondern weil der Film zuvor rauskam, also zu früh rauskam. Aber der Punkt ist, nicht nur die Schülerinnen und Schüler verwandeln sich, sondern, übrigens, ich rede von Fuck you Goethe 1, 2 und 3 fand ich einfach nur noch ziemlich blöd, aber Fuck you Goethe 1 fand ich ziemlich gut, weil der Witz ist, der Müller verwandelt sich eben dadurch auch, dadurch, dass er plötzlich eine Resonanzachse zu seiner Klasse entwickelt, ist er gar nicht mehr scharf aufs Geld, am Ende will er es nicht mehr, ja, sein ursprüngliches Ziel hat er aufgegeben. Und übrigens, fast alle Club der Toten Dichter hat doch genau die gleiche Form. Ja. Selbst das fliegende Klassenzimmer. Es geht immer darum, dass Schule tendenziell ein Entfremdungsraum sein kann, mit strengen Lehrern und Regeln. Ich meine, das blinde Durchsetzen von Regeln und von Kontrolle und von Leistungsmessungen und von PISA. Und es gibt so viele Gründe, warum Schule zum Entfremdungsraum werden kann. Und doch lebt bei jedem von Ihnen und auch bei jedem Ihrer Schülerinnen und Schüler diese Hoffnung, dass dieser Panzer durchbrechbar ist und Resonanzachsen aufgeht und Bildungserfahrung möglich ist. Und jetzt kann man stundenlang darüber nachdenken, was die Schwierigkeiten sind und woran man arbeiten muss. Ich glaube übrigens, eine große Schwierigkeit ist natürlich, dass die Lehrenden Selbstwirksamkeitserwartung haben müssen im Sinne von, ich kann meine Schüler und Schülerinnen erreichen. Ich habe nämlich tatsächlich mit vielen Lehrenden gesprochen, die sagen, ich erreiche die einfach nicht, egal was ich sage, ja, die hören ja eh nicht zu. Oder ich muss immer kämpfen darum, dass sie die Sachen machen oder dass sie überhaupt Disziplin einhalten und so etwas. Es muss wirklich, bei allem, was man tut, übrigens auch wenn ich einen Vortrag halte, ist es wirklich so, wenn ich nicht überzeugt bin, dass sie das interessiert, dass ich ihnen was zu sagen habe und dass dieser Prozess in Gang kommen kann. Und manchmal wird man verunsichert, weil man denkt, oh, die sitzen alle feindlich da, ja, die lachen mich schon aus. Dann bricht es zusammen, dann kann das nicht klappen. Ja. Man muss diese wechselseitige Erfahrung erstmal erzeugen, ich erreiche die, ja, und ich habe denen was zu sagen und die wollen das hören und die erreichen mich auch, die gehen mich was an, weil Angst auf allen Seiten, Angst ist einer der Hauptresonanzkiller, ja, Zeitdruck ist es auch,
Wettbewerb ist es. Das ist dummerweise so. Und die Logik der Bildungspolitik, da können die Politikerinnen und Politiker gar nichts dafür, aber die Logik der Bildungspolitik ist halt wirklich eine verdinglichende, weil die nämlich auch unter dieser Parametrisierung von Bildung stehen. Ja, PISA ist das beste Beispiel. Kompetenzen kann man messen, weil ich dafür keine Resonanz brauche. Ja, ich kann messen, ob der das Versmaß und das Reimschema und die Strophenform und die Epoche sauber bestimmen kann, ja, wer es kann und wer es nicht kann. Und in dem Moment, wo ich die Parameter habe, kann die Bildungspolitikerin oder der Bildungspolitiker anfangen zu schrauben. Ja, wenn ich die Klassengröße verändere, ja, oder die, ich weiß nicht was, oder mehr freies Lernen oder weniger freies Lernen oder höhere Lehrergehälter oder niedrigere oder so. Wie kann ich denn da die Daten beeinflussen? Aber alles das ist tendenziell, das ist halt problematisch für die Herstellung von Resonanzachsen. Trotzdem bin ich davon überzeugt, wie gesagt, dass, weil das der Kern der Bildungserfahrung ist und jeden Tag ereignet sich das, fast in jeder Stunde, vielleicht nicht in jeder Stunde, aber in jeder Schule, eröffnen sich immer wieder kleine Fenster und meine These lautet, es gibt immer kleine Spielräume, ja, in jeder Unterrichtsstunde, in der man sozusagen einen optimierenden oder verdinglichenden Zugriff auf das Geschehen haben kann, oder einen resonanzoffenen oder resonanzsensiblen. Mir hat vor kurzem eine Deutschlehrerin gesagt, sie hat immer gedacht, sie sei resonant, sie sei offen für die Schüler, sie wolle sie da abholen, wo sie stehen. Und jetzt haben sie gefunden, eigentlich ist das auch verdinglichend. Ja. Sie wartet nur darauf, dass die da irgendwas sagen, was sie dann sozusagen andocken kann. Ja. Und alles, was tendenziell stört, hätte sie immer stillgestellt, weil ihre Schüler, die hat wirklich in Weimar Goethe behandelt, also das war eine Lehrerin aus Weimar und die hat Goethe besprochen und die Schüler hätten gesagt, ja, aber Goethe hat doch hier gelebt, wir wollen mal rausgehen und die Leute befragen und so. Und sie hätte gedacht, das passt jetzt überhaupt nicht in den Lehrplan, hat es dann aber zugelassen. Und dann ihre Deutung war, und plötzlich hat sie sowas wie Resonanz erlebt. Ja, sie hat die Schüler ganz anders wahrgenommen. Die war überrascht, wie ernsthaft die dahergehen. Und was eben dabei rauskam, war unverfügbar, hat sie aber auch berührt und verwandelt. Deshalb habe ich Hoffnung dafür, dass wir im Bildungsgeschehen wirklich Hebel haben, Schule nicht zur Entfremdungszone, sondern zum Resonanzraum für alle werden zu lassen. Nicht nur für die Bildungsgewinnerinnen, sondern für alle. Und wie wir das genau machen, können wir gerne jetzt in den kleinen Gruppen noch machen, weil ich glaube, ich habe schon wieder überzogen. Aber vielleicht haben wir noch ein paar Minuten für Fragen erstmal. Also vielen Dank schon mal. Dank meinerseits für diesen zweiten Impuls, anregenden Impuls, jetzt im zweiten Schritt auf die Schule hin formuliert. Auch hier wieder die Einladung, die Bitte. Wer Fragen von Ihnen hat, möge bitte zum Mikro gehen. Bitte kommen übrigens Sie. Auch, Sie kennen das Spiel, Sie auch? Dann gehen Sie beide Bilder ans Mikro und stellen nacheinander Ihre Frage, bitte. Sie haben es ja mindestens angedeutet, so diese verschiedenen Achsen, dass das nicht unbedingt diese horizontale Ebene mit Theologie oder Spiritualität zu tun hat, eben auch. Nun kann ja möglicherweise Religionsunterricht auch in dieser Hinsicht ein bisschen subversiv sein, dass es um das Eigentliche geht, aber leider ist auch die Beschäftigung mit dem Eigentlichen, was auch immer das sein mag, auch aus der Haltung der Wertschätzung heraus, auch das ist unverfügbar, was daraus wird. Aber vielleicht haben Sie da so ein paar Ideen aus Ihren Erfahrungen, aus Ihrer Fachrichtung. Wir nehmen direkt die zweite Frage noch hinzu. Ja, ist etwas in einer anderen Richtung wieder. Können Sie sich ja vorstellen, ich komme also eher aus dem naturwissenschaftlichen Bereich. Da gibt es also Dinge, die sind gut gemeint, aber häufig ist gut das Gegenteil von gut gemeint. Ich denke daran, dass also Schüler aufgefordert werden, Experimente sich selbst auszudenken und dann gibt es Anregungen, die kommen da. Die können sie bloß alle nicht durchführen, weil die Geräte, an die die Schüler da gedacht haben, nicht verfügbar sind. Das geht also genau ins Gegenteil. Die sind dann enttäuscht, dass das, was sie sich da überlegt haben, überhaupt nicht funktioniert. Ein solcher Ansatz hätte eigentlich gar nicht sein sollen. Der ist also schlechter als das, was vorher war. Ja, also das ist tatsächlich so, diese Erfahrung machen Schüler und Schülerinnen ja nicht nur im Physikunterricht oder so, sondern oft auch in der Politik oder so, hat mir der Leipziger Oberbürgermeister mal erzählt, dass er irgendwie, da waren wir mal auf einer Tagung, war die Frage, kann man eine Stadt wie Leipzig zum Resonanzraum zu machen, und da hat er das auch gesagt, dann gibt es Jugendliche, Jugendclubs oder so, die haben tolle Ideen, die kommen mit leuchtenden Augen und dann sagt er, ja, gute Idee, aber wir brauchen erst die Einwilligung von dem Amt und von jenem Amt und vom TÜV und die Finanzierung und dann ist der ganze Elan verschwunden.
Also ich will dazu kurz zwei Sachen sagen. Das eine ist, ich glaube nicht, ich wollte nie sagen, dass Resonanz oder Resonanzraum Schule bedeutet, die Schüler und Schülerinnen dürfen einfach selber machen, was sie wollen, oder man muss die machen lassen, oder der Lehrende, was heute ja oft gesagt wird, ist nur der Mediator. Das finde ich nämlich überhaupt nicht, sondern ich finde, da sehe ich mich im Einklang mit den Hattie-Studien, mit dem berühmten, der Lehrende ist sozusagen erste und zweite Stimmgabel zugleich. Oft ist es seine Erfahrung, sein Vorschlag, seine Begeisterung, die da was anstößt und zum Klingen bringt. Es muss, durch den Lehrenden entsteht auch dieser Vorschuss, dass das interessant sein kann, sich auf die Sache da einzulassen. Ja? Deshalb würde ich sagen, man hat an der Stelle schon mal ein bisschen eine Chance, dass sie sich nicht ein Experiment ausdenken, was ganz und gar nicht machbar ist. Der Lehrende muss dann auch zweite Stimmgabel sein, indem er das Interesse aufnimmt, indem er sensibel hört, in welche Richtung könnte ich denn das jetzt weitermachen oder weiterlenken, sodass ein Wechselspiel entsteht. Aber ich habe vorhin Schülerakademie als Beispiel genannt, weil dieses Problem haben wir natürlich häufig auch, weil wir uns einmieten in Schulen und dann haben Schüler, und wir ermutigen die ständig zur eigenen Initiative, und dann geht es immer nicht. Wir machen genau diese Erfahrung. Und das Faszinierende ist dann eben zu überlegen, und wie kriegen wir es jetzt doch hin? Ja, was können wir aus der Situation machen? Das ist absolut faszinierend, dann an der Stelle nicht aufzugeben, sondern zu überlegen, wie könnten wir das ersetzen? Wo können wir es vielleicht auftreiben? Da entstehen plötzlich die Resonanzen. Ja? Da, wo die Sachen nicht mehr klar laufen, wo du plötzlich sich kreativ und initiativ sein muss. Deshalb wäre ich da nicht so ganz pessimistisch, dass dann hinterher schon alles verloren ist. Zu der ersten Frage, da bringen Sie mich jetzt direkt auf einen Resonanzmoment, weil die Idee hatte ich noch gar nicht, aber jetzt habe ich sie. Ich habe immer gesagt, eigentlich mit William James und ich würde sagen auch mit Schleiermacher, also die Frage ist ja eigentlich, hängt unsere Weltbeziehung von unserer religiösen Überzeugung ab? Ja, also wenn ich irgendwie glaube, dass Gott mich geschaffen hat, dann habe ich vertikale Resonanz. Wenn ich halt glaube, dass mich der Teufel geschaffen hat oder was weiß ich, dass Darwin recht hatte, dann nicht. Und ich bin geneigt, mit, wie gesagt, William James zum Beispiel, das andersrum zu denken. Ob ich Religion plausibel finde oder ob ich, Weber nennt es religiös-musikalisch bin, ja, das hängt von meiner Grunderfahrung, von meiner existenziellen Grunderfahrung ab. Und deshalb würde ich eigentlich sagen, aber ich meine, also ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt sagen darf, sind wir noch am Livestream, dann sage ich das nicht, doch ich sage das jetzt trotzdem. Also was ich meine ist, tatsächlich, wenn Schule zum Resonanzraum wird, dass Schülerinnen und Schüler die Erfahrung machen, Leben heißt in Resonanz treten, dann sind sie wahrscheinlich offener für religiöse Ideen. Ja, also auf diese Weise könnte man sozusagen Sensibilität für Glaubensfragen direkt erhöhen. Ich glaube nämlich, dass es wirklich so ist. Und das würde bedeuten, dass unser Verlust, ich habe das mal versucht in Salzburg, habe ich es mal den Bischöfen erzählt, dass ich glaube, die Demokratiekrise dieser Gesellschaft und die Religionskrise, die Glaubenskrise haben vielleicht die gleiche Wurzel. Nämlich der Verlust der Resonanzfähigkeit. Ja, wir lassen uns nicht mehr anrufen. Und deshalb würde ich jetzt sagen, sozusagen auf der Grundlage Ihrer Frage oder Ihrer Stellungnahme, wenn wir Schule zum Resonanzraum machen, wo Schüler und Schülerinnen die Erfahrung machen, dass sie existenziell angerufen werden und antworten können, dann werden sie offener werden für religiöse Ideen und wie am Sonntag wieder in die Kirche gehen. Okay, vielen Dank. Vielen Dank. Eine nächste Frage. Wobei ich mir nicht verkneifen kann, zu fragen, dass der Religionsunterricht so weit führen kann, dass die Menschen wieder zur Kirche kommen. Das ist ja ein sehr großer Bogen. Aber gut. Na gut, vielleicht kommen Sie erstmal zum Kirchentag. Eine nächste Frage. Ja, es ist gar nicht so eine richtige Frage, sondern eher nur so eine Bestätigung. Diese Frage des Impulses für die Resonanz, also das ist ja nicht was, was nur so durch mich als Zuhörende entsteht. In der kulturellen Bildung ist es auch ein ganz starkes Thema, dass die Resonanz, also das ist was, so einen Impuls braucht, das kann ja die Klangschale sein oder ein Angebot, dass das tatsächlich möglich ist. Und ob Sie da nochmal vielleicht eine Erfahrung irgendwie schildern können, wo Sie das auch für die Schule so deutlich machen können. Es muss ja auch nicht den ganzen Tag Resonanzraum sein. Und mir ist noch ein Lied eingefallen, Hurra, Hurra, die Schule brennt, um auch nochmal was Deutsches zu zitieren. Ja, aber es ist der Hammer. Also stimmt, Hurra, Hurra, die Schule brennt, habe ich jetzt, ist sehr gut, müsste ich sofort in mein Repertoire aufnehmen. Aber das Problem ist, ja danke, ja. Aber das Erstaunliche ist, dass es ganz schwer ist, irgendein Gegenbeispiel sich auszudenken. Also würde mich echt interessieren, ob mal irgendeiner sagt, Schule war klasse. Also ich meine, dabei sagen es doch viele Leute. Also die ganz viele, es gibt ja genügend Jugendliche, die sagen, sie gehen eigentlich gerne in die Schule, ja, geht aber da ja wenig ein. Die Sache mit dem Impuls, der kann von mehreren Seiten kommen. Ich glaube wirklich,
ich glaube, da ist wirklich, es ist eine dispositionale Frage. Was ist die Grundhaltung, mit der wir in die Schule gehen? Auch was ist die Grunderwartung? Weil natürlich ist es so, dass oft Lehrer und Lehrerinnen eben diese erste Stimmgabe sind. Ihre Begeisterung stößt an. Ja, ich meine, das kann man sehr gut, da gibt es wirklich inzwischen auch gute Dokumentationen, wenn ein Lehrer kann, übrigens ist da direkt ein Streit, was professionell Lehrer sein heißt, ja, nämlich sozusagen ganz unter Absehung der eigenen Person Stoff vermitteln. Ja, es geht hier nicht um mich, es geht nur um den Stoff, dann hört bloß keiner zu. Ja, in dem Moment, wo die Lehrkraft plötzlich von sich erzählt, eine biografische Erfahrung, wo du wirklich merkst, da ist sie selber gerade berührt. Da hört jeder zu. Das erzählen die auch 20 Jahre später noch. Ich fand übrigens das wahnsinnig. Ich habe neulich mit der IGS, Internationale Gesamtschule, Integrierte Gesamtschule heißt es, glaube ich, in Garbsen, die größte Schule Nordrhein-Westfalens, da haben wir so einen resonanzpädagogischen Tag gemacht. Und es ist wirklich interessant, da haben sowohl Schüler berichtet, als auch die ganzen Lehrenden, die da waren, oder die Eltern, wenn sie an ihre, den Test können sie bei sich machen, denken sie an ihre intensivsten Schulerfahrungen. Na, das, was sie geprägt hat in der Schule. Überlegen Sie mal einen Moment, was war das, was hat sie geprägt? Da geht es nie um Sachen, da geht es nie um Stoff. Da geht es um da, wo sie plötzlich eine Stimme gehört haben, sozusagen, wo etwas geschehen ist. Meistens sagen Leute, dieser Lehrer, ja, der sozusagen als Anstoß, als Resonator gewirkt hat. Ja. Und dazu, wie gesagt, man braucht dazu das Zutrauen, aber auch die eigene Stimme hören lassen, auch wenn sie in Dissonanz tritt zu den Schülern. Auch denen widersprechen, aber nicht im Sinne von, ihr seid blöd, sondern in dem ernsthaften Sinne der Auseinandersetzung. Ich will nur noch das sagen, weil da müssen wir die Arbeit machen, sonst fliegt alles auseinander. Also, Resonanz ist nicht das Gegenteil von Dissonanz. Ja, das denken Leute immer. Resonanz und Dissonanz, gibt sogar ein Buch, das so heißt. Weil das Gegenteil von Dissonanz ist Konsonanz. Ne? Und Resonanz umfasst beides. Ich stelle mir das wirklich fast dialektisch vor. Ja? Du brauchst das Widersprechende, das Widersprüchliche. Du brauchst die Dissonanz, um überhaupt die eigene Stimme und eine andere Stimme hören zu können. Du brauchst aber die Hoffnung sozusagen, dass darunter, dahinter, daneben, dadurch sich auch Konsonanzen verbergen. Also Resonanz umfasst diese beiden Seiten und deshalb sollte man sozusagen nie Angst haben, auch nicht vor Auseinandersetzungen. Aber es muss in der Offenheit geschehen, für die Humor vielleicht eine gute Grundlage bildet. Also Humor kann eine Basis sein, die Resonanzbeziehungen möglich macht. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Eine letzte, vierte Frage bitte. Kommen Sie nach vorne. Als ich eben zugehört habe, ist mir nochmal die Situation von Corona nochmal, hat sich nochmal so deutlich mir die Frage gestellt, in Zeiten vom digitalen Unterricht, wie Sie da die Entwicklung von Resonanzpädagogik oder den Resonanzerfahrungen einschätzen oder was Sie denken, wie man den Herausforderungen da so begegnen kann, dass diese Resonanzerfahrungen trotzdem noch möglich werden. Ja, vielen Dank für die Frage. Das ist, also ich meine, wissen Sie, vielleicht bringt Corona auch nur das Problem jetzt sozusagen zum sichtbaren Ausdruck, das wir schon hatten, eigentlich eins von Resonanzverlust in vielerlei Hinsicht. Weil ich nämlich finde, also der Untertitel meiner Resonanztheorie heißt ja in dem Buch jedenfalls eine Soziologie der Weltbeziehung und es fängt mit Atmen an. Ja. Und übrigens und mit dem Gesicht, ja, als zweiter Schritt. Ja. Und meine These ist sozusagen, unsere basale Weltbeziehung ist, wir atmen Welt ein und wir atmen sie aus. Wir prozessieren sie durch und sie durch und die ist gerade gestört. Ja, wir misstrauen der basalsten Form unserer Weltbeziehung. Einatmen ist gefährlich und Ausatmen ist auch gefährlich, ja, für uns und für andere. Und das Gleiche natürlich, ein Gesicht ist ein Resonanzfenster und das wir sind gezwungen, es zu verbergen. Ja. Ich kritisiere das gar nicht, sondern das ist die Situation, in der wir jetzt gerade stecken. Also versuchen wir es digital zu ersetzen und digitale Beziehungen, ich würde nicht sagen, das geht gar nicht. Ich habe immer schon gesagt, ich glaube, da ist ein resonanztötendes Moment dabei, aber es kann besser sein als gar keine Beziehungen. Und ich muss sagen, also so skeptisch ich bin, ich fand Online-Veranstaltungen, also Synchrone, also über Zoom, wo ich mein ganzes Seminar sozusagen gehört und gesehen habe, besser als ich gedacht hätte. Deshalb würde ich sagen, es ist nicht alles böse daran, aber Es gibt zwei Hoffnungsschimmer. Das eine ist, was ich wirklich interessant fand, und eigentlich kann ich das gut erklären, es sind unsere Studierenden, die auf Präsenz pochen.
Ja, bei den Dozenten ist inzwischen ganz recht, ja, ist irgendwie eigentlich bequem, ich muss gar nicht mehr nach Jena fahren, ich kann irgendwie aus dem Schwarzwald unterrichten oder so. Aber für Studierende leiden wirklich darunter, junge Menschen leiden unter dieser nicht physischen Präsenz, das finde ich eigentlich ganz gut. Der Sinn für, wir sind Resonanzwesen und Jugendliche sind es mehr als wir. Ich glaube, je älter du wirst, umso mehr bist du vielleicht abgestumpft, aber dass Jugendliche darauf bestehen, also ist anders, wie manche sagen, ja, die Digital Natives haben damit kein Problem. Doch, die haben damit ein Problem. Und was ich auch interessant finde, ist, dass wirkliche nahe Begegnungen jetzt gerade sehr schwierig werden, aber da, wo sie stattfinden, werden sie plötzlich wertvoll. Ja, da merkst du plötzlich, was da eigentlich gefehlt hat und was auf dem Spiel steht. Und deshalb vielleicht ist diese Krise der Anlass, unsere Weltbeziehungen überhaupt nochmal zu durchdenken und zu durcharbeiten. Durchzuarbeiten. Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch für diese zweite Gesprächsrunde nach diesem zweiten Impuls. An dieser Stelle möchte ich wieder zu einer kurzen Pause einladen und möchte gleichzeitig die digital Zuschauenden verabschieden und sage uns allen, gönnen wir uns bis 6 Uhr Zeit, nochmal durchzulüften und kurz nach draußen zu gehen. Und um 6 Uhr gehen wir dann in den dritten Schritt, um nochmal konkreter die Schulsituation unter dem resonanztheoretischen Aspekt zu betrachten. Gönnen wir uns eine kurze Pause.